Zahlreiche Leute scheinen unser kleines Kommentarformat hier sehr zu schätzen und ausgiebig zu konsumieren. Und da liegt es für Schlumme und mich natürlich nahe, auch unsere Verbündeten an dieser Fülle teilhaben zu lassen. Denn fest steht, allein auf sich gestellt und ohne Einsicht, Konzept und Vernetzung wird niemand aus diesem Schlamassel der heutigen Politik wieder rauskommen. Deshalb bildet euch Leute und ein hervorragender Weg, damit anzufangen, sind die Kaplakenbände des Antaios Verlages. Jedes dieser Bücher fasst auf 100 Seiten ein bestimmtes Thema prägnant zusammen. Als Beispiel habe ich mir heute rausgesucht Bürgerkrieg und Sündenbock von Konstantin Fechter. Auf dieses Buch werden wir im letzten Drittel unseres heutigen Kommentars auch noch ausführlicher eingehen, denn wie sich herausgestellt hat, dient es ausgezeichnet dazu, einige Verhaltensweisen linker Journalisten in der Praxis zu deuten. Erklärt wird in diesem Werk, weshalb der Vorwurf, ein Nazi zu sein in der BRD, wesentlich mehr darstellt als bloß ein strategisches Mittel der politischen Linken, sondern ein tatsächlich antike Parallelen aufweisendes Instrument, innere gesellschaftliche Spannungen klein zu halten und ein großes Ganzes zu stabilisieren. Eine besonders prägnante und, wie ich finde, ausgesprochen präzise Beobachtung Fechters ist zum Beispiel seine BRD-Gewaltdiagnose. In diesem Land ist alles, was mit Autorität auftritt, was Körperlichkeit nicht scheut, was die physische Auseinandersetzung bereit ist, siegreich einzugehen oder mit Waffen zu tun hat, stets und ohne Ausnahme mit dem Nationalsozialismus bzw. dem Faschismus assoziiert. Das gilt für Polizisten, Soldaten, den wehrhaften Bürger bis hinab zum Jäger und Sportschützen. Im Umkehrschluss allerdings ist jede Gewalt, die ihrer Natur nach einfach nicht mit dem Faschismus der BRD-Imagination in Verbindung gebracht werden kann, und sei sie auch noch so offenkundig und noch so brutal, schlicht nicht existent. Messermänner, Hammerbanden, Clankrieger. Sie alle sind dem vermittelten Gefühl nach doch weniger gewalttätig und weniger gefährlich als der Durchschnittsdeutsche, der an Widerstand denkt. Diesen Verhaltenskomplex deutet Fechter überzeugend als die Konsequenz eines gesellschaftlichen Rituals, welches dazu dienen soll, den inneren Frieden zu erhalten, indem man sich eben nicht mit realen Schuld- und Verantwortungsverhältnissen auseinandersetzt, sondern ein unveränderbares, ewiges Sündentier, den Rechten, an Täters statt aus dem Land vertreibt und in die Wüste schickt. Was auch funktioniert. Genau so lange jedenfalls, bis der Sündenböcke in der Wüste zu viele werden und sie zurück in die fruchtbaren Täler drängen. Bürgerkrieg und Sündenbock aus der Kaplakenreihe des Antaios Verlages, Leute. In jedem Fall eine Leseempfehlung meinerseits. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen betreuten Kacken. Heute haben wir mal eine gemischte Tüte dabei, also nichts irgendwie ewig Langes, das wir uns angucken werden, sondern drei verschiedene Sachen. Und eine davon, die werden wir im Endeffekt einfach ablesen bzw. uns damit auseinandersetzen, was darin war und es uns nicht angucken. Das ist die Kritik von Frank Franz an einem unserer betreuten Kackens oder einem kleinen Aspekt davon. Die werden wir uns heute zu Gemüte führen. Außerdem, was gerade schon offen ist, der Fackellauf im Erzgebirge. Gegen Asylbewerberheim. Von 2013 ist das und wir wollten uns mal angucken, wie der Spiegel damals so über die ganze Thematik berichtet hat. Ein Video aus der Reihe, die Schatti damals radikalisiert haben, habe ich hören dürfen. Und dann haben wir noch Bosetti. Bosetti hat rumgeheult darüber, dass die AfD in Sonneberg den Landrat gestellt hat und bringt das dann in irgendeinen Bezug zu Christian Lindner. Ich habe es noch nicht gesehen, aber Bosetti verspricht immer viel. Und damit willkommen an Schatti. Ja, hallo. Schön wieder hier zu sein beim betreuten Kacken. dass die Leute immer in zweierlei Richtungen verstehen. Also einmal das mit C und einmal das mit K. Das ist halt das Problem, das wir im Deutschen haben. Aber ich leide da auch drunter. Aber man muss halt stark bleiben und keine Miene verziehen. Ja, und anfangen tun wir tatsächlich heute mit einem Video, das ich, das heißt, gefunden hatte oder immer noch vorrätig hatte. Und ich habe mich immer gefragt, was ich damit machen soll, weil ich das unbedingt mal besprechen wollte. Aber wie gesagt, dann wieder ein Skript dafür schreiben, dafür ist das einfach nicht wichtig genug. Aber also als ich, was weiß ich, noch ein kleiner, unschuldiger Junge war, da habe ich schon immer das Kotzen bekommen, wenn irgendwelche Spiegel-TV-Reportagen waren und die dann immer klassisch ablaufen mit, ich weiß nicht, wir haben hier den Ali, der hat schon 6 Leute umgebracht, also oder schwer verletzt, ja, aber den können wir natürlich nicht ins Gefängnis stecken, weil, ich weiß nicht, der hat eine schwere Kindheit gehabt und seine Eltern haben es ja auch nicht so gut, den müssen wir jetzt erstmal mit mehr Sozialgeld versorgen. Auf jeden Fall, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der Tenor war immer halt in eine Richtung, die ich absolut nicht leiden konnte. Und was mich halt interessiert hat, hier ist, Spiegel TV hat auf seinem, oder der Spiegel hat auf seinem YouTube-Kanal Videos, die zum Teil
14 Jahre, glaube ich, zurückgehen. Also das ist das Älteste. Also 2009 irgendwie begonnen. Das hier ist nicht ganz so alt, das ist 9 Jahre alt, aber die Verhältnisse, die da berichtet werden, die sind von 2013. Also das ist vor der Flüchtlingskrise. Das ist ganz kurz vielleicht nach dem Great Awakening 2012. Also das ist noch, das trägt noch den Hauch der 2000er hier. Und ich fand es einfach mal interessant, in der Zeit zurückzureisen und uns anzusehen, wie damals so berichtet wurde über diese Angelegenheiten. Denn ich würde sagen, man sieht das schon am Anfang, also wenn gleich die Reporterin anfängt zu sprechen, ich würde behaupten, das trauen die sich heute nicht mehr. Also wir sind immer noch Ausgestoßene, klar, aber in der Selbstverständlichkeit und in der Manier, wie das hier eingeleitet wird, das ist sicherlich ein Zeitrelikt. Und ich fand es ganz generell mal interessant zu gucken, wie sich die Medien verändert haben oder ob sie sich verändert haben, was gleich geblieben ist. Und ja, ein bisschen einen Blick zu wagen in die Zeit, bevor hier alles offensichtlich den Bach runtergegangen ist. Alles klar, ich würde sagen, schöne einleitende Worte. Damit starten wir einfach mal die Reaction. Verpackung ist alles. Das müssen sich auch die Veranstalter in Schneeberg gedacht haben, als sie ihren ausländerfeindlichen Protestmarsch als traditionellen Lichtellauf anmeldeten. Doch mit einem Laternenumzug hatte der braune Bürgeraufstand so wenig zu tun wie die NPD mit einer weltoffenen Friedenspartei. In Wahrheit ja, ich meine, es in Schneeberg. Damals hatte man es halt noch so einfach, dass man einfach sagen konnte, ja, das ist NPD. Es gab halt nur die NPD. Es gab die CDU, die macht die ganze Scheiße mit. Es gab keine andere Partei. Und ja, ich denke auch, die hätte sich nicht gebildet, wenn sie das 2015 auf Raten gemacht hätten, bis irgendwie 2050 oder so. Ne? Halt ganz langsam tröpfelt immer weiter die Migration rein und es gibt keinen Aufschrei dagegen. Mit der Geschwindigkeit hat sich das Blatt da schon um einiges gedreht. Eberg um eine mehr als bescheidene Asylbewerberunterkunft und um die bescheuerte Annahme, dass die ankommenden Flüchtlinge den sächsischen Bewohnern. So sahen die übrigens aus, ne? Die ankommenden Flüchtlinge. Das waren kleine Babys zusammen mit Müttern ohne Kopftuch. Wohnern irgendwas wegnehmen könnten. Machen wir 10 Sekunden zurück. Als bescheidene Asylbewerberunterkunft und um die bescheuerte Annahme, dass die ankommenden Flüchtlinge den sächsischen Bewohnern irgendwas wegnehmen könnten. Also, ich meine, das ist halt mehr als bescheiden. Also, es ist eigentlich alles, das Beste wäre eigentlich gerade gut genug und dahingehend haben wir die Flüchtlinge geradezu enttäuscht und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich bescheuerte Bürger. Ich meine, dieser neutrale Journalismus hier, ne, das ist das, was mir auch in den 2000ern bereits aufgefallen ist. Denn damals war ich halt, konnte ich mir das überhaupt nicht ansehen, weil es halt klar war, dass ich mit meiner Wut komplett allein bin. Also wenn ich mir das ansehe und mir hier anhören darf, dass ich halt ein brauner Mob bin und dumm und ewig gestrig und alle meine Befürchtungen sind natürlich von vorne herein falsch. Ja, die Befürchtung, dass die dir irgendetwas wegnehmen können. Ja, ja. Bei gleichzeitig offensichtlicher Tatsache, dass ich deren Asylbewerberheim finanzieren muss oder dann finanzieren werde in der Zukunft, wenn ich Steuern zahle. Ja, das hat mich schon echt fertig gemacht. Und, ja, ohne Spaß haben kannst du mit dem Bubel ist, ne? Ja, und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich aus psychologischen Gründen irgendwann meinen YouTube-Kanal gegründet habe. Damit ich, wenn ich auf sowas stoße, nicht mehr in meiner Wut kochen muss und mich da langsam garen lassen muss, sondern das wenigstens in die Außenwelt artikulieren kann. Ne? Und seitdem bin ich auch wesentlich, ich weiß nicht, fröhlicher geworden, weil wenigstens habe ich dann einen Kanal, das mal rauszubekommen. Ja, und unsere Grundrichtung, also die Leute, die hier subsumiert werden als der braune Mob, die schwachsinnige Befürchtung haben, die könnten ihnen irgendetwas wegnehmen, sind jetzt ein Fünftel der Bevölkerung, wahrscheinlich sogar tendenziell noch mehr, aber ein Fünftel geht zur Wahlurne und teilt denen das da persönlich mit. Ja, und wir hatten in allem recht übrigens, ne? Also nicht, dass man das noch extra sagen muss, aber die Reporterin, die sich da vorne hingestellt hat mit ihrer hübschen blonden Frisur, frisch aus der Maske, mit dem großen Studio, die hatten alle Unrecht. Das war alles bescheuerter Scheiß und die Leute, der braune Mob auf der Straße hatte mit allem recht. Roman Leberger und Marie Groß über den dumpfen Fremdenhass im Erzgebirge. Ah, ich glaube der Leberger. Ein Leberger, vielleicht auch ein Bruder von dem, war auf jeden Fall auch in meinem Garten. Ich weiß nicht, ob es Roman war, ich habe irgendwie Sebastian im Kopf, aber ein Leberger vom Spiegel war im Garten meiner Eltern und hat da an die Fenster geklopft.
eingebrochen durch eine verschlossene Tür. Ein Ort vereint im Fremdenhass. Auftakt einer Protestkundgebung gegen ein Asylbewerberheim im sächsischen Schneeberg gestern Abend. Rund 1800 Menschen sind einem Aufruf lokaler NPD-Männer gefolgt. Für die braunen Rattenfänger ist die Veranstaltung auf dem Marktplatz ein echtes... Das ist halt keine Ambivalenz, ne? Einfach nur, gib ihm. Ich meine, das muss man sich mal vor Augen halten, ja? Also, der freie Westen, ne? Der neutrale Journalismus, die braunen Rattenfänger, der braune Mob, die ewig gestrigen, das mehr als bescheidene Asylbewerberheim, also allein diese ganzen qualifizierenden Adjektive, ne? Also, ich glaube, das trauen die sich tatsächlich heute nicht mehr in der Form. Heute müssen die das irgendwie mit ihren soziologischen Theorien erklären, aber damals konntest du einfach noch gib ihm spielen. Ja, ja. Damals war es halt, das ist der Abschaum. Guckt ihn euch an, ne? Ja. Es war halt, im Endeffekt war es auch ein verbindendes Element. Damals hatten die, also vor diesem Fackelzug hier, hatten die keine Angst. Die haben sich wahrscheinlich gefreut, dass er kommt, weil sie darüber dann so einen Propagandabeitrag machen können, mit dem sie den Grundmythos unserer Gesellschaft oder einen Grundmythos der Gesellschaft stärken. Und zwar, es sind wir oder es ist dieser braune Abschaum. Hitler steigt aus seinem Grab oder wir haben das Sagen. Heimspiel. Wieder einmal alles nur für Fremde. Für Gäste, die zu über 98% unser Gastrecht missbrauchen. Der Wille des Volkes muss über allem stehen. Nur dann wird Demokratie, also Volksherrschaft, wirklich gelebt. Das Motto der friedlichen Revolution 89, missbraucht von rechts. Was heißt missbraucht von rechts? Das war doch damals eine Revolution gegen ein kommunistisches Regime. Also was, wenn nicht rechts, war denn diese Revolution? Ne? Weil sich unsere Politiker von früh bis abend lieber mit der Verhätschelung der Asylbewerber befassen, anstatt dem eigenen Volk zu dienen und die heimische Wirtschaft aufzubauen. Und das muss man halt sagen, ne? Das ist jetzt nicht hochintellektuell, aber... Ja, er hat halt recht. Also, und als dann die Massen kamen, wurde dieser Verhätschelungs... Achso, sorry. Nee, mach... Gut, also ich spreche nur den Satz zu Ende. Diese Regierung hätte sich um ihr eigenes Volk kümmern sollen und hätte sich um die Probleme dieses Volkes kümmern sollen, die zu Genüge da waren. Also die unlösbare Aufgabe oder die zumindest sehr schwer zu lösende Aufgabe des demografischen Wandels zum Beispiel, da hätte man sich mal mit beschäftigen können, mit so vielen anderen Dingen. Und hat man nicht getan. Hat stattdessen Flüchtlinge gesammelt. Und jetzt ist das Schlamassel da. Also, man mag über die NPD zu Recht auch was zu spotten haben, aber es ist auch nicht so, als hätten die nicht schon damals einen wahren Kern erkannt. Und mit der Anzahl der Leute, die dann kamen, rückte dieser Verhätschelungspunkt eigentlich immer weiter in den Hintergrund. Ne? Er kam auch noch, aber viel wichtiger wurden dann die Probleme, die direkt für die Bevölkerung daraus erwachsen, über sie greifen uns ins Portemonnaie rein hinaus. Ne? Ja, ja. Übrigens, wir haben irgendein kleines Internetproblem. Also du bist bei mir immer mal wieder weg. Das wird auf der Aufzeichnung alles gut sein. Kannst du ja, wahrscheinlich. Ja, bei mir auch. Aber das macht ja nichts, wenn wir alle, wir nehmen unsere Tonspuren ja in Bestreben, den Ton zu verbessern, separat auf. Alles klar, schauen wir weiter. Ja. Parolen für die Abgehängten. Eigentlich nicht die Neonazis. Mich stört eigentlich, dass die Asylanten alles in den Rachen geschmissen kriegen. Die bekommen die Miete, ich bekomme keine Miete bezahlt. Sie bekommen, Ja, warte 2 Jahre ab oder, ja genau, 2 Jahre, lieber Spiegel, da wirst du einen Beitrag machen über Ahmed, der sich sehr, sehr, sehr bei Mama Merkel bedankt, dafür, dass exakt das geschieht, was sie gerade beschreibt. Der bekommt eine Doppelhaushälfte bezahlt, die sich dann noch vergrößern muss, weil er mit seinen 3 Frauen immer mehr Kinder bekommt. Ja, ich würde generell sagen, ein Sozialstaat, das würde ich ja nicht mal für Deutsche gutheißen, dass Leute dauerhaft Miete bezahlt bekommen vom Amt. Ich meine, das degeneriert ja selbst die Deutschen, die unter solchen Verhältnissen leben. Und das ist auch den anderen schwer zu vermitteln. Dass du das aber noch vollkommen fremden Eingewanderten von Tag 1 zur Verfügung stellst, das ist einfach kaputt. Ja, ich meine, bei allen anderen Tierarten ist uns klar, was evolutionär passieren wird. Ne? Wir haben aus einem Grund Schilder, auf denen steht, füttert die Tauben nicht. Ne? Bei uns können wir nicht mal sagen, füttert die Tauben nicht für immer, obwohl die Taube nichts macht. Ne? Was wird passieren? Es wird mehr Tauben geben, die nichts machen. Ne? Wir selektieren einfach nur nach Bedürfnissen. Wir selektieren nicht mehr danach, wer etwas leistet für die Gesellschaft. Und das wird, also wie gesagt, durch Magie ist ja offenbar die Evolution bei Menschen dann ausgeknipst oder so, existiert nicht mehr. Ja, ein bitteres Erwachen wartet da auf uns. Unterkunft.
Ja, das behaupten diese ganzen seltsamen Experten ja auch immer, es gäbe keine Pull-Faktoren oder sonst irgendwas. Also, die konstruieren sich das dann irgendwie zurecht, obwohl es für alle offensichtlich ist, dass es Pull-Faktoren gibt. Ich meine, wir hatten ja vorher auch nicht die Situation, ne? Und Staaten, die keinen Sozialstaat haben, haben auch heute noch nicht diese Situation. Was für eine Überraschung. Ich meine, also im Endeffekt kannst du dir, wenn du nur die Wissenschaft, also diese wissenschaftlichen Sektoren, die Institute und so weiter, die Unis in deiner Gewalt hast, so ziemlich alles zusammenschachern, egal zu welchem Thema. Wie sie es machen, im Falle dieser Pull-Faktoren ist einfach, sie vergleichen für irgendeine dämliche Studie, die diese Offensichtlichkeit wegquatschen soll, die Anzahl der Schiffe. Oder so machen sie das, wenn sie sagen wollen, dass die Seenotretter nichts damit zu tun haben. Die Anzahl der Schiffe, die auf dem Meer sind, der Seenotretter, mit den Leuten, die gleichzeitig in See stechen. Und wenn das nicht komplett korreliert, dann gibt es kein Zusammenspiel zwischen den NGOs und dem, was sie machen, und den Migranten. Dann sorgen sie gar nicht dafür, indem sie sie da auflesen, obwohl sie natürlich aus dem Grund, dass sie Hoffnung haben, da aufgelesen zu werden, direkt vor der libyschen Küste, überhaupt mit einer seeuntauglichen Nussschale in See stechen. Ne? Das heißt, im Endeffekt, also das sind Sachen, wenn du das dann im Detail auserzählen würdest, wie du eigentlich zu diesem Schluss kommst, würde keine Sau da noch mitgehen. Aber wenn du es eben nicht tust, wenn du einfach nur sagst, hey, ich bin Doktor so und so und ich habe hier eine Studie gemacht und die kommt zu dem Schluss, das ist gar nicht so, ja, dann hat das eine große Wirkung auf die Meinung der Leute. Sie bekommen alles bezahlt. Und ich? Sie kommen hier an. Die waren bloß da zu gucken. Ich habe den richtigen rausgesucht. Der Asylbewerber zum Teil zwei Handys in der Hand. Von 400 bzw. 600 Euro kann sich auch noch eins nicht leisten. Wir sind Nationaldemokraten. Was heißt das? Und das sagt am Ende alles. Die letzte Regierung ist auf Internation. Die wollen Multikulti und sonst was. Eine Riesensprangerei. Wir sind Deutsch, hast du mal. Ich bin LKW-Fahrer, ich krieg's unterwegs schon mit, wie sich die ausländischen LKW-Fahrer benehmen und alles. Und aber da können ja die Asylbewerber nichts für. Ja, die Asylbewerber vielleicht. Aber man sieht ja viel, sag ich mal, Asylbewerber, die sich nicht benehmen. Bereits zum zweiten Mal halt in zwei Wochen laden so Neonazis ins. Ich meine, klar, also da können die Asylbewerber nichts für. Dass der ausländische LKW-Fahrer sich so und so verhält. Ja, aber frag doch mal den Spiegelreporter, denn ja, was soll denn im Idealfall aus diesen Asylbewerbern werden? Ja, vielleicht ein LKW-Fahrer. Ich meine, also die wollen ja alle ständig, dass die in Arbeit kommen, wenn sie nicht gerade von Sozialleistungen leben. Ja, aber was sollen die denn machen? Ja, LKW-Fahrer werden. Also das gab ja auch mal so eine große Kampagne, glaube ich, zur Flüchtlingskrise, dass die ausländischen Bewerber, die ich glaube nicht mal einen Führerschein zum Teil hatten, jetzt die Ausbildung finanziert bekommen sollten zu LKW-Fahrern. Also, das ist halt ein zynischer Einwand, so eine moralische Parallaxe, weil die ja selbst nicht daran glauben. Die haben einfach nur versucht, den unglaubwürdig dastehen zu lassen oder mit kleinlichen Einwänden das Thema abzulenken. Ich finde es auch interessant, wie jetzt die fünf wahrscheinlich schlimmsten Leute, also das werden ja für die fotogensten in Anführungszeichen gewesen sein, ne? Die, mit denen man am meisten verkaufen kann, dass das irgendwelche rechtsextremen Vollidioten sind. Das sind die fünf schlimmsten Leute auf einer NPD-Demo? Also nicht mal auf der NPD-Demo krieg ich irgendwie Glatzenkalle mal zu Gesicht mit einem Hakenkreuz-Tattoo oder einer schwarzen Sonne oder so, sondern halt nur irgendwelche relativ grobschlächtig unterwegs seienden Boomer. Okay, interessant. Und guck dir mal das Like-Dislike-Verhältnis an. Das würdest du heute auch nicht mehr so sehen. Ja. Bei so einer Dokumentation heute wäre das 95 negativ. Ja, haben wir neulich erst drüber geredet, ne? Also neulich erst haben wir angesprochen, hier guck dir Lanz an, wieder 13.500 Dislikes, ne? Und das war bei jedem einzelnen Lanz-Video, das wir auseinandergenommen haben, so. Und damals war es noch anders, so habe ich das auch im Kopf. Auch die Öffi-Sachen, das ist neu, dass die alle dermaßen zu Tode gedisliked werden. Wahrscheinlich durch die russischen Trollfarmen oder so. Ich glaube auch, ich meine, dieses Narrativ davon, dass es diese riesen Trollfarmen, ob jetzt der Russen auch organisiert, einfach nur rechter Deutscher und so weiter gibt, wo jeder irgendwie 1000 Accounts hat und so weiter, das kam ja ungefähr in dem Zeitraum da so dann 2015, 16, 17 auf, womöglich auch als eine Art Vorbereitung hierauf, ne? Also darauf, dass das kippen wird, das hat man möglicherweise schon gesehen und man musste sich das halt irgendwie wegerklären, weil das sieht halt komisch aus, wenn auf einmal überall die Dislikes, keine Ahnung, fünfmal so viel sind wie die Likes. Schneeberger Zentrum zum kollektiven Frust ablassen. Wir sind das Volk!
Für die NPD ist der Abend ein Triumph. Das letzte Mal waren es ja um die 1500 Teilnehmer gewesen. Zu der Zeit, vor zwei Wochen, waren höchstens die Hälfte der Leute da, die jetzt hier stehen. Also ich denke schon, dass das ein durchschlagender Erfolg heute wird. Auch bei der linken Gegendemo, 2 Kilometer weiter, freut man sich über eine gelungene Mobilisierung. Allerdings sind bei den Gegnern die Ansprüche bescheidener. Wir gehen gerade von 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus, was erfreulich ist. Wir hatten mit 100 gerechnet und von daher verzögert sich einfach. Aber wir sind guter Dinge und es ist immer schön, wenn viele Menschen da sind. Die versuchen das ja gerade so zu framen, als wäre hier der große Nazi-Aufmarsch das gesellschaftliche... Die gesellschaftliche Gefahr und die Gegendemonstranten in der Underdog-Position. Während halt nichts falscher sein könnte im Jahr 2013. Alle Institutionen stehen hinter der Gegendemo und da gehen nur so wenig Leute hin, weil es letztlich niemand interessiert, weil der Sieg so eindeutig ist. Und wie gesagt, weil es sowieso konsequenzlos ist, dass die NPD dann eine Demonstration veranstaltet hat. Die Taz, also umgesetzt wird das Projekt des Asylbewerberheims ja sowieso. Kann sich ja keiner gegen wehren. Mit rechtlichen Mitteln. Das ist halt immer das passiert ja auch heute noch, die ganze Zeit. Das Framing, als sei hier irgendwo ein linker Underdog am Werk, der so gerade noch die Menschlichkeit aufrechterhalten kann. Ich habe aber auch so ein bisschen im Gefühl, diese Stärke-Demonstrationen, Hashtag wir sind mehr, ne, die kommen eigentlich, je schwächer sie werden, mehr. Also wenn dann wirklich langsam die Underdog-Position in eine realistische Nähe rückt, was im Vergleich mit 2013 für sie heutzutage auf jeden Fall der Fall ist, dann muss nochmal klargestellt werden, nee, wir sind mehr. Das ist nur ein kleiner, versprengter Haufen von Idioten, die überhaupt keine Macht haben und wir sind die gesamte Gesellschaft, wir zeigen es denen. Ne? Eigentlich immer, wenn sie mit dem Frame kommen, eigentlich immer, wenn sie klarstellen müssen, dass sie der Overdog sind und nicht der Underdog, denke ich mir, okay, sie zeigen Schwäche. Das zeigt einfach nur, dass sie selber so ein bisschen Angst haben, dass das wirklich passieren könnte. Also, klar, wie gesagt, damals war das noch nicht der Fall und damals war es auch nicht denkbar. Ja, damals waren sie so mächtig wie noch nie und es war ihnen überhaupt nicht wichtig. Im Gegenteil, sie mochten es nicht, als mächtig wahrgenommen zu werden. Heute sind sie wesentlich weniger mächtig und wollen aber gleichzeitig als mächtig wahrgenommen werden. Konfliktstoff ist ein Erstaufnahmelager für Asylbewerber auf einem streng bewachten Kasernengelände. Zurzeit leben dort rund 250 Flüchtlinge. Maha und Mohannad flohen mit 2 Kindern vor den Bomben in Damaskus. Ihr größter Wunsch: Sicherheit. Wir sind übers Meer von Libyen ausgekommen. Warum habt ihr denn auf das Vorschaubild nur das Baby und die Frau gemacht und nicht den Mann? Eigenartig. Und natürlich, ihr habt jetzt irgendwie die eine Familie daraus gesiebt. Ja. Wir waren 3 Tage auf dem Wasser. Es gab kein Essen für die Kinder. Sie haben die ganze Zeit geschrien, wir wollen essen, wir wollen essen. Ich habe übrigens zugesteckt bekommen, die Übersetzung ist falsch. Die reale Übersetzung ist Ficky Ficky, Mama Merkel, ich töte dich küssen. Besonders die Kleine hat viel geweint. Es war schwierig. Vor 4 Wochen ist die Familie angekommen. Filmen dürfen wir auf dem Gelände nicht, doch Maha zeigt uns ein selbstgedrehtes Video von ihrem neuen Leben im Heim. Hallo. Hi, Baba. Ich meine, das ist unser Zimmer. Während der Hochzeit der Flüchtlingskrise, das wurde ja auch angemerkt, ne, dass diese Verzerrung zu kleinen, harmlosen Familien stattgefunden hat. Ich meine, das hatten die damals schon drauf. Und selbst damals ist es nicht ganz gelungen, weil einfach das Ungleichgewicht davon so groß war. Aber die müssen dann ja auch damals, 2013, schon in dieses Heim reingegangen sein und sind dann praktisch durch die Alis gegangen und haben gesagt, ja, du nicht. Ah, hier, da haben wir jemanden. Komm, gut, hier sagen sie, um fair zu sein, dass die das gefilmt haben, ne? Dass sie das gar nicht filmen durften, sondern die Familie hat das dann irgendwie mit dem Handy gefilmt oder so. Ja, von innen herein, aber in diesem Heim sollen ja 250 Leute sein. Klar, also die haben sich von den 250 Leuten, wir können davon ausgehen, die das eine Paar herausgesucht, das ihren Case am besten vertritt. Ne? Also, da ist jetzt nicht der Mahmoud, der
im Nebenraum schon mal die Reporterin angebaggert hat. Und dann jetzt auch die Dreistigkeit, quasi im Namen dieser Leute sich bei uns zu beschweren. Dafür sind ja die Aufnahmen gerade da. Also bis auf, hier guck mal, ganz harmlos, kleine Familie, die armen kleinen Kinder und so weiter. Sich zu beschweren, wie spärlich das eingerichtet ist. Wieso hätten sie ein Anrecht auf irgendetwas über das hinaus? Wieso haben sie überhaupt ein Anrecht auf das? Also wieso haben die Leute ein Anrecht von mir finanziert, von den deutschen Leuten finanziert, auf geschweige denn irgendwelche luxuriösen Bedingungen oder so? Also hier ist ein Zimmer für eine Familie, die können alle in einem Zimmer sein, ein großes Zimmer, vier Betten, alles auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Und die Reaktion von Spiegel oder was Spiegel daraus machen will, ist natürlich nicht, danke lieber deutscher Steuerzahler, finden wir gut, dass du so großzügig bist. Nee, es ist, na du kleine Made, jetzt beschwerst du dich auch noch, dass du hier denen gerade mal das Nötigste hingestellt hast, du. Das, was der Spiegel daraus macht. Ja, und also, wie gesagt, ich bin ja mittlerweile nach so vielen Jahren zynisch genug, aber ich würde auch sagen, schon vorher hätte ich gesagt, ja, ich will auch das nicht. Ich will auch nicht, dass die hier sind. Ich will gar nicht. Ich will denen nicht helfen, weil ich zu denen überhaupt keine Verbindung fühle. Also, das ist, also aus einer abstrakten Position kann ich schon nachvollziehen, warum der Krieg in Syrien bestimmt nicht so toll war, aber ich meine, es gab ja auch Kriege in Europa und die sind nicht um die halbe Welt geflohen. Ich kann auch verstehen, dass Leute ausweichend fliehen oder sowas. Das ist halt Teil von Krieg. Aber in deren Region, ja, bei deren Leuten, da ist das was anderes. Ich meine, wenn hier Franzosen fliehen, ja, weiß ich nicht. Das sehe ich vielleicht anders. Wenn hier definitiv Österreicher oder Schweizer fliehen, das ist was anderes. Da kann ich mich eher dazu überwinden, auch diesen Leuten was zu bieten. Aber ich sehe halt nicht, was hier langfristig draus werden soll, weil ich verspüre immer noch null kulturelle Verbindung mit Syrien. Deswegen ist mir auch deren Aufbau, deren Wiederaufbau und das Schicksal dieses Landes weitgehend egal. Im negativen wie im positiven Sinne egal. Die können von mir aus alle 100 Jahre alt werden oder die ganze Zeit Krieg führen, aber das ist nicht meine Angelegenheit. Keine Sorge, den Syrern, die jetzt hier sind, denen geht das genauso wie dir. Also deinen bald Landsmännern, die sehen das auch nicht anders. Ja. Sie schläft gerade. Wie es weitergeht, ist unklar. Für Mahas Familie zählt nur eins. Endlich weg. Sag mal, wie viel, kennst du dieses Video von Family Guy, wo der eine mit seinen Kinderbildern dem anderen wortwörtlich die Fresse poliert? Guck sie dir an, guck sie dir an. Das sind die Spiegel-TV-Leute gerade mit dieser. Guck, da schreit er doch mal. Das muss doch mal rein. Krieg. Von den Protesten gegen das Heim haben sie nur. Und das klingt so ähnlich wie Mama, was er da schreit. Das kennen doch die Deutschen. Ne? Damit die scheiß Kartoffeln. Also ohne Scheiß. Ich glaube, so zynisch ungefähr sind die da damals schon rangegangen. So, jetzt zeigt mal das kleine Kind, damit die scheiß Kartoffeln vorzeitig ihren Eisprung bekommen und die ganzen hier reinlassen. Ja. Ist auch noch was eingefallen. Das Ding ist halt, wenn du ständig erlaubst, der Mittelstich irgendwo zu fliehen, ja, in egal welchem Konflikt und in egal welchem Land, wird's halt nie besser. Weil am Ende brauchst du halbwegs kompetente Leute, die keinen Ausweg mehr haben, damit eine Situation nochmal wieder geklärt wird. Damit es interne Revolutionen gibt und damit Fortschritt passiert. Wenn jedes Mal sich halbwegs kompetente Leute auf und davon machen, wenn irgendwo die Scheiße ausbricht, dann wird die Scheiße ewig weitergehen. Gehört. Ihre neue Heimat liegt im Erzgebirgskreis. Der Ausländeranteil betrug hier beim letzten Zensus gerade einmal 0,7%, ein Bruchteil des Bundesdurchschnitts. Warum sich gerade die Schneeberger vor den Fremden fürchten, hätten wir gerne von ihrem CDU-Bürgermeister Frieder Stimpel erfahren. Der ist zwar vor Ort, aber offiziell im Urlaub und schickt einen Sprecher vor. Der glaubt, das Gemüt der Gemeinde zu kennen. Die Bevölkerung ist verunsichert. Wir müssen immer davon ausgehen, wir sind eine Kleinstadt in einem sehr ländlichen Milieu. Das Erzgebirge eine sehr liebenswerte Gegend, das ist bekannt, das Weihnachtsland in Deutschland. Aber der Umgang mit Fremden überhaupt und natürlich auch mit Ausländern ist für viele ein Problem. Für Maha und Mohanad ist das Schlimmste überstanden. Basiert ist. Du solltest kein einfaches und unkritisch einladendes Verhältnis zu Fremden haben. Also solltest du jetzt auch nicht komplett in erstarrter Angst leben, aber darum geht's ja nicht. Aber ich will, also es ist gesund, nicht einfach Hunderte von Fremden in seinem Dorf begrüßen zu wollen. Was ist das auch für eine bescheuerte Annahme? Ich meine, warum haben wir diesen Reflex, ne? Warum haben wir diesen Reflex des Ekels, der Ablehnung, wenn wir sehen, dass wir komplett überfremdet werden? Wir haben diesen Reflex, weil in der Menschheitsgeschichte es oft genug so war, dass dann diese hunderten Fremden, die gekommen sind, einfach deine Frau vergewaltigt und dich umgebracht haben. Deswegen ist der da. Ja, es gibt da ja auch oft genug
Abstufungen. Ich meine, ich kann einem Fremden begegnen, so wie ein Diplomat einem Fremden begegnet und höflich zu ihm sein und mich vielleicht auf gemeinsame Linien einigen. Aber es ist halt was anderes, wenn der bei mir in der Nachbarschaft wohnt. Weil ich, wie gesagt, dann täglich mit seiner Lebensweise konfrontiert bin und dann letztlich auch aushandeln muss, welche Aspekte unserer beiden Lebensweisen die dominante werden. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich finde es auch lustig, wie dieser Bürgermeister die Eier hat, im negativen Sinne, die Chuzpe hat, im Endeffekt da seine Leute, über die er regiert, unter den Bus zu werfen. Der hat ja eigentlich den Spiegelleuten ja gerade exakt gegeben, was sie hören wollten. Ja, sind alles doofe Rassisten hier leider. Versuchen wir zu ändern. Verglichen mit Damaskus ist Schneeberg für die Familie ein Glücksfall. Ich bin willkommen hier. Wir fühlen uns willkommen. In Deutschland gibt es nette Menschen. Die gibt es da. Oh, guck sie dir an, diese Jesus-gleichen Figuren. Sogar, obwohl hier alle doofe Scheiß-Rassisten sind, die doofen Scheiß-Kartoffeln, sind die noch so dankbar. Ne? Wir sollten dankbar sein, dass sie hier sind. Tatsächlich. Einige wollen ein Zeichen setzen und helfen, wo sie eben können. Student Markus Röder schämt sich für das braune Klima. Junge, ey. Ja. Ja, wie gesagt, ihr kleinen Arschlöcher, ne? Traut ihr euch jetzt nicht mehr. Die Zeit ist vorbei, meine lieben Freunde. Heute müsst ihr kommen mit, oh ja, die Sorgen ernst nehmen und so weiter. Oh, wie können wir die Leute abholen und so. Und bringt Spielzeug. Was haben Sie jetzt mitgebracht? Ich habe Fischetiere mitgebracht, bisschen... Oh Gott, und es geht weiter mit der Kinderscheiße, ne? Auch Kuscheltiere. Ja. Kuscheltiere, so viele Kinder sind da. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich ist das die einzige Familie in diesem gesamten Scheißheim. Zum Lesen, Gesellschaftsspiele und dann halt noch Lego für die Kinder. Eine willkommene Starthilfe für die syrische Familie. Ich muss sagen, ich finde so ein Verhalten auch jetzt zwischen Deutschen, wenn sie sich fremd sind, schon ein bisschen seltsam. Also ich würde jetzt auch keinen fremden Kindern einfach so Kuscheltiere mitbringen. Ich finde immer, das ist jetzt nicht so schlimm, aber diese Gönnergesten, die machen mich immer ein bisschen misstrauisch. Also ich neige dann dabei immer dazu zu vermuten, dass die Leute sich da mehr selber froh machen, als ehrliches Interesse an den anderen zu haben. Also dass das immer so ein bisschen Virtue Signal und Status haben wollen, auch, ja. Ja, und Status haben wollen. Also wie gesagt, dass das eher eine selbstbezogene Tätigkeit ist. Also für mich gehen Geschenke los bei Leuten, zu denen ich einen persönlichen Kontakt habe, die ich kenne, wo der Reziprozität besteht. Genau, der Rand des Normalen wäre wahrscheinlich noch irgendwelche alten Klamotten, die man aus irgendeinem Grund nicht mehr haben will und noch gut sind, in diese Klappe da zu werfen, ne? In diese, wie heißt das Ding? Ja. Genau. Ja, wie gesagt, und selbst da bin ich jetzt bin ich eher misstrauisch, ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das abläuft, aber wird das dann einfach vom Roten Kreuz, was weiß ich, eingepackt, sozusagen dann in die dritte Welt verkauft? Oder wird das deutschen Bedürftigen gegeben? Wird daraus ein Geschäft gemacht? Und selbst das Problem ist, wenn ich jetzt meine Kleidung in so eine Klappe werfe, ja, dass ich weiß halt, so oder so, egal wie es läuft, das landet bei einer Organisation, die mich hasst. Das also, stimmt, ja. Das landet vielleicht am Ende bei Leuten, die es brauchen können, von mir aus, aber es wird auf jeden Fall vermittelt von einer Organisation, die mich nicht hier haben will. Also f***t euch. Das schmeiße ich lieber in Müll. Familie. Hallo. Hallo. How are you? Good. Hi, Markus. Ich bin Markus, das ist Nils. Oh, jetzt wird hier noch schön gemenschelt. Das ist so ein bisschen so wie, keine Ahnung, als wären jetzt die beiden, ich muss gerade denken an so eine Doku über, keine Ahnung, einen Asperger-Autisten, der aber ein Mathematik-Genie ist oder so und der hat eine Obsession mit Schildkröten oder so. Und den nimmt man jetzt zum ersten Mal mit in irgendein Zoogeschäft, wo er sich dann eine Schildkröte im echten Leben ansehen kann. So ist das gerade mit diesen beiden. Mohanad. Maha. Wofa. Wir haben ein paar Geschenke für Sie und die Kinder. Spielzeug. Das ist Lego. Kennen Sie Lego? Gesten, guter Wille. Manchmal ist Verständigung ganz einfach. Hier haben wir ein paar Bücher und Spiele. Alter, wenn du mal die eine Familie bist, die da tatsächlich kommt, dann hast du echt den Jackpot gewonnen, ne? Dann schmeißen die dir irgendwie mehr Kinderzeug hinterher. Also ich glaube, du hast dann eher das Problem, dass du ertrinkst in der ganzen Scheiße, die sie dir hinterher schmeißen, weil alle einfach dich als Attraktion sehen wollen und dir irgendeine Scheiße geben wollen. Ja, und ich bin auch misstrauisch in Bezug auf was anderes. Also nehmen wir, wie gesagt, mal wieder den rein deutschen Fall. Wenn ich hier deutsche Leute habe aus, sag ich mal, Problemfamilien oder das Problem, die eher der Unterschicht angehören, dann ist es da auch ja schon fraglich, ob die überhaupt mit Lego spielen würden, weil
solche Familien halt zum Teil zur Verwahrlosung neigen und die Kinder zu weniger intellektuellen Hobbys. So, dann stellt sich halt die Frage, ich kenne jetzt diese Familie nicht, das mag jetzt die eine brillante Familie oder wohlorganisierte Familie aus Syrien sein, aber generell ist das Klientel da ja Konzentrationsspielen wahrscheinlich nicht so zugeneigt, wie das hier der deutsche Thema der deutsche Michael wäre. Es mag Ausnahmen geben, wie gesagt, das kann ich jetzt in dem individuellen Fall nicht bewerten, aber ich gehe davon aus, viele dieser Geschenke würden einfach ins Leere greifen. Die würden überhaupt nicht genutzt werden oder verwahrlosen. Für die Kinder mögen das und haben Spaß damit. Ich hoffe, sie sehen, dass nicht alle Deutschen gegen sie sind. So eine kranke Umkehr noch der Dinge, ne? Also jetzt sind es die Deutschen, die quasi die Bringschuld haben, was uns hier gerade als positives Beispiel gezeigt wird, sich bei den Migranten einzuschleimen, damit die nicht denken, dass alle Deutschen böse Nazis und braunes Pack sind, ne? Unglaublich, unglaublich. Was eine Wurst. Was für lächerliche Würstchen, die beiden. Wir heißen Sie willkommen. We welcome you. Zurück auf die Straße. Man merkt ja auch, ne, diese Familie, vor allem der Mann, die dachten sich, oh Gott, wann sind die Scheiße hier vorbei? Unter Leitung von NPDler Hartung setzt sich der Protestzug schließlich in Bewegung. Es geht einmal quer durch die Schneeberger Innenstadt. Nachfragen bei rechten Fußsoldaten sind dabei eher unerwünscht. Was sind denn Ihre konkreten Befürchtungen gegen das Heim? Wir sind das Volk! Aber warum haben Sie denn Angst vor den Flüchtlingen? Was befürchten Sie denn? Was soll man denn da nur befürchten? Also diese Frage gerade, die ist sehr, sehr, sehr gut gealtert, muss ich sagen. Ja. Ja, die Polizeieinsätze steigen. Unruhig, Leute. Das bei Problem Personen. Dabei ist auch, das ist natürlich schon klug gemacht, dass du hast in den Anfangszeiten der Krise natürlich immer nur Hypothesen, die du aufstellen kannst, ne? Also, wie gesagt, wir haben ja schon am Anfang gesagt, 0,7% Ausländeranteil oder sowas, die werden jetzt nicht auf gigantische Vergewaltigungszahlen deuten können in ihrem Landkreis. Es wird einfach nicht machbar sein. Aber erneut, das ist so ein bisschen zu sagen, die Rote Armee rückt an, aber die hat ja, also die hat deine Grenzen ja noch nicht überschritten. Ja, wie viele Deutsche sind dann schon gestorben? Ja, gar keine. Ja, also die Rote Armee ist noch 50 Kilometer von der Grenze entfernt, aber noch ist ja keiner tot. Also, wovor hast du denn Angst? Ich meine, was machst du überhaupt Sorgen, du paranoides Arschloch? Die Scheiße mit den Journalisten ist auch immer, dass sie, obwohl sie dann damit, wie hieß der jetzt, Noah Leberger oder irgendwie der Typ, der jetzt hier drin war, obwohl sie da nominell mit Namen stehen und so weiter, ist damit eine gewisse Anonymität verbunden. Ne? Also, es wird nie dann die Nachfrage kommen, hey, ihr habt vor, allein auf YouTube 250.000 Leuten vor 9 Jahren gesagt, oder ihr fandet es lustig, dass jemand überhaupt dachte, dass irgendwelche Probleme daraus erwachsen könnten mit der Migration. Wie ist denn das gealtert, du dumme F***? Ne? Wird ja niemals gefragt werden, weil er ist ja nur, er ist ja kein, also sie bleiben ja in der Rolle des Nicht-Kombatanten, wenn man so will, in diesem politischen Krieg. In der Rolle des neutralen Berichterstatters, der sich mal angucken will, was die Leute so sagen. Das ist etwas wirklich Bitteres am Journalismus. Journal geht man dafür lieber. Dafür sind wir ja da. Nochmal? Dafür sind wir ja jetzt da, dass wir die alten Sünden wieder rauskramen. Das stimmt. Gleich auf Nummer sicher. Hat der da pinke Haare gehabt hinter dem? Hinter dem Typen in der Mitte. Da, der pinke Haare. Bei solchen Personen. Bei dem NPD-Aufmarsch kommen da die pinke Haare. Journal geht man lieber gleich auf Nummer sicher. Stört Sie das, dass Sie hier Seite an Seite mit der NPD marschieren? Ein bisschen, vielleicht. Ich mag Nazis nicht. Das Ding ist, was sollten Sie denn damals machen? Wie hätten die Leute in diesem Ort, die da keinen Bock drauf hätten, dem irgendeinen Ausdruck verleihen sollen? Es gab keine AfD. Ja, der Typ, der gibt dir noch eine ehrliche Antwort. Ich meine, was willst du noch? Ich meine, der hat gemischte Gefühle, aber der sieht auch, dass was schief geht. Und wie gesagt, also die NPD mit all ihren Fehlern wurde natürlich auch schlimmer geschrieben, als sie war. Also, ne, also die Medien haben immer ein dankbares Opfer darin gefunden. Ja, klar. Ich meine, sie war halt schön kontrolliert auch vom VS, ne? Auch so konnte man kontrollieren, dass da immer mal wieder die Aussagen kommen. Dazu kommen wir gleich noch. Das ist ein Teil von Frank-Franz Kritik, aber dazu später. Aber generell, der Typ hat gemischte Gefühle. Ich meine, eigentlich ist der ein ehrlicher Bruder, also ein ehrlicher Mitbürger, ne? Der, mit dem hätte man, wenn man nicht so ein degenerierter Journalist wäre, der seine Antworten immer vor der Frage kennt, wirklich mal ein Gespräch führen können,
das produktiv gewesen wäre. Aber das ist nicht das Ziel. Denn der Spiegel, ja, hat seine Agenda. Und der weiß, wie die alle immer wissen, bevor sie die Dokumentation drehen, bevor die ein Frame davon aufgenommen haben, wissen die schon, was da drin steht. Und deswegen ist das eigentlich keine Dokumentation. Das ist halt reine Propaganda. Und ich bin echt überrascht, wie harmlos die schlimmsten Gesichter auf so einer NPD-organisierten Demo dann sind. Also ich hätte gedacht, du findest zumindest irgendwie eine Glatze oder so. Aber ein kleines bisschen Recht haben sie halt. So ist es. Kommt nur dran vorbei. Heimatliebe auf Sächsisch. Im nächsten Jahr sind Kommunalwahlen im Freistaat. Für die NPD ist der Wahlkampf eröffnet. Das war's. Ja, das war 2013, ne? Ist gut gealtert. Ist nichts Schlimmes dazugekommen. 10.11.2013, Ende 2013. Also noch. Ja, und die Ereignisse, ja, genau. Ja. Anderthalb Jahre, ne? Und dann ging's los. Wir sind heute. Ja, 2014 ist das angestiegen. 2014 ist der wahrnehmbar angestiegen. Da gab es schon die Berichte und dann 2015 ging es halt richtig los. Die Kommentare würden auch nicht mehr so aussehen. Hier, fuck AfD, das sind die Top-Kommentare, 107 Likes hat er hier. Fuck AfD 9479 schreibt zu einem Timestamp, Mensch, da hast du aber beim Thema Intelligenz außerordentlich schlecht abgeschnitten. Keine Sorge, wenn du in deinem Heimatland im wahrsten Sinne um dein Leben fürchten musst, dann kriegst du auch deine Miete bezahlt. Also, das sind die Top-Kommentare hier. Das wäre heute niemals so. Die Top-Kommentare unter allem Landsmäßigen sind heute immer einfach nur, halt die Fresse, Propaganda soll aus sein, fick dich. Das sind die Top-Kommentare. Immer. Ja, und was ist das auch für ein bescheuerter Kommentar? Ich meine, okay, wenn dein Leben scheiße läuft, kriegst du dann den Jackpot oder was. Dann musst du nie wieder Miete zahlen. Ich meine, die machen es ja schon so, die gestalten ihre Welt ja schon so, dass es sich dann sehr lohnt, dass man sein Leben versaut oder dass einem was Schlimmes passiert, weil danach hat man ausgesorgt. Also, ja, und ich meine, es kommt hinzu, wie gesagt, wir wissen, bei 2015, da kamen ja A, nicht nur Syrer, B, waren die Syrer ja durch einen Haufen sicherer Länder gegangen und so weiter und so fort. Hier, wieder, die zweite Hälfte des Videos ist zum Glück um ein Vielfaches erfreulicher. Top-Kommentar. Sowas gäbe es heute nicht mehr. Sowas wäre heute nicht mehr Top-Kommentar. Allein daran sieht man, also damals waren diese Gutmenschen halt, diese Standard-Gudulli-Gutmenschen. Nicht irgendwie Antifa, aber halt so, oh ja, Migranten sollen auf sein, oh, Merkel macht Transen auf und so weiter. Die waren die Mehrheit. Ne? Die waren auf jeden Fall von den Leuten, die sich dann geäußert haben bei YouTube und so weiter, die Mehrheit der Leute. Das ist heute vorbei. Ja. Tja, kommen wir damit in die Gegenwart und zu der Kritik von... Ja, lass uns kurz einmal Pause machen und dann... Ja, die leichten Internetprobleme, die wir angesprochen haben, wurden jetzt behebt. Auf jeden Fall scheint es für uns so. Und damit behoben. Deutsch 6. Soll ich das nochmal machen oder ist das lustig genug, um es drin zu lassen? Das ist lustig genug, um drin zu lassen. Okay, alles klar. Ja, wir haben das jetzt behebt und jetzt kommen wir zum nächsten Agendapunkt. Das ist die Kritik von Frank Franz. Und ja, er hat sich unsere Gauk-Reaction angesehen, wozu sich dann Schatti ein paar Notizen gemacht hat. Ja, genau. Mir wurde ist angetragen, dass Herr Frank Franz, seines Zeichens, glaube ich, immer noch Chef der NPD, die jetzt Heimat heißt, sich unser Gauk-Video angesehen hat und dann vor allem auf den Teil reagiert hat, indem wir darauf eingehen, nachdem Gauk 2012 gesagt hat, ja, die Rechtsextremen, euer Hass wird uns nicht unterkriegen. Also, dass wir kommentiert haben, dass die damals keine Feinde hatten, dass der Staat sehr stabil war und dass Gauk im Wesentlichen zu Gespenstern gesprochen hat. Und darauf ist Frank Franz ein bisschen eingegangen und hat eine milde Kritik geübt. Also, Frank Franz ist ja auch ein relativ sympathischer Mensch. Ich war ja auch schon mal mit ihm in einem Livestream, also sehr tritt ordentlich auf, kann ordentlich reden, hat keine unvernünftigen Einstellungen, ist relativ beliebt auf Twitter. Ich glaube, da hat er mittlerweile 10.000 Follower. Und ja, ich fand's interessant, deswegen wollte ich das jetzt mal kommentieren. Er hat sich da jetzt nicht besonders kurz gefasst, deswegen habe ich mir hier nur 4 Stichpunkte gemacht, die ich jetzt mal durchgehen will. Ansonsten, ja, wird das hier alles wieder 3 Stunden lang. Und das Erste, was er kritisiert, ist, man solle die NPD nicht Verfassungsschutzpartei nennen, weil man so auch das Spiel der Gegner betreibt. Also, dass man sozusagen einen Teil der Rechten grundlegend delegitimiert. Das war vor allem gegen Schlomo gerichtet. Schlomo, rechtfertige dich.
Naja, also erstmal würde ich es abspalten von dem, das Spiel der Gegner betreiben, in dem Sinne, dass, wenn ich das sage, ich damit in der Regel meine, wir nennen jetzt irgendwie unsere eigenen Leute Rassisten oder Nazis oder irgendwas, ne? Halt diese Machtbegriffe. Es ist ja nichts damit verbunden erstmal für dich, was nicht das eigene Lager betrifft, sondern die größere Gesellschaft, wenn ich sage, die NPD ist eine VS-Partei oder darauf hinweise, dass, was mein Stand ist, bei einem der beiden Versuche, die NPD dicht zu machen, das Ganze mit einem Verweis auf die hohe VS-Dichte in der Führung abgelehnt wurde. Das ist mein Stand dazu. Wenn das falsch ist, bitte korrigieren. Also das ist auch mein Stand ungefähr immer noch. Ich kann natürlich dazu verstehen, wir können Frank Franz in diesem einen Aspekt natürlich nicht als ganz neutral Beobachter betrachten. Er ist der Chef der Partei. Er muss sich immer schützend vor die Partei stellen. Das ist ihm auch nicht negativ auszulegen. Aber es mag auch von einem neutralen Beobachter eher gerechtfertigt an dieser Standpunkt. Ich kann aber natürlich auch verstehen, dass er nicht will, dass Leute, die er kennt und er selber Klar. und seine Meinung delegitimiert wird mit dem Verweis, dass es nur eine Funktion des Verfassungsschutzes sei. Klar, halt einfach Generalverdacht im Sinne von jeder, der da ist, der gehört einfach zum VS. Ich glaube nicht, dass du zum VS gehörst oder so. Auf jeden Fall habe ich dafür überhaupt kein Anzeichen. Aber was ich damit machen will, ist Folgendes. Die NPD wurde als ein Monstrum aufgebaut über Jahrzehnte, ne? Mit halt dem, Hooligan, Glatzen, Nazi mit Hakenkreuz-Tattoos und den Philipp Schlaffers von früher verknüpft. Und das, also so mein Stand, jetzt nicht nur zu Unrecht. Also das war jetzt nicht zu 100% eine Lüge, sondern vielleicht nur zu 80%. So auf jeden Fall mein Eindruck. Insofern ist man da in einer geschwächten Position. Die NPD aus meiner Sicht ist verbrannt. Und wenn ich das mit dem VS erwähne, ist das vor allem ein Versuch, die Beschmutzung der NPD abzuwehren vom weiteren Lager, was ja mit der AfD in einem ziemlich großen Rahmen gelungen ist. Also die AfD, so sehr sie es versucht haben, ist nicht in derselben Weise konnotiert bei der Presse, oder sorry, bei der Bevölkerung, bei der Presse schon, da hat man es versucht, aber bei der Bevölkerung nicht so konnotiert wie die NPD. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir scheißen einfach auf alles, wir scheißen auf alle Optics und keine Ahnung, machen einfach gemeinsame Sachen mit der NPD, hundertprozentig, tun so oder sagen auch in der Rhetorik einfach, das sind unsere Leute, die sind so wie wir und so, dann würden wir uns tief ins eigene Fleisch schneiden. Ich weiß, das hast du damit nicht verlangt, aber naja, ein Versuch in die andere Richtung ist es und natürlich auch einfach, weil ich denke, da steckt eine Menge Wahrheit drin, wenn ich sie als eine VS-Partei hinstelle. Ja, ich muss natürlich dazu sagen, ich denke schon, dass diese Leute, also dass so jemand wie Frank Franz zumindest, schon unser Problem ist, im Sinne von, solange der jetzt keine Granaten und Sprengkörper bei sich im Keller bunkert, ist ein Angriff auf Frank Franz auch ein Angriff auf uns alle. Und selbst ein Angriff auf irgendeinen etwas unappetitlicheren NPDler. Ich meine, das ist ich halt meine, das guck Problem. Dir an, wie wir reagiert haben auf die Lina-E-Geschichte, ne? Also da stimme ich dir absolut zu, klar. Ja, das ist ja, genau. ein das Angriff auf die Gegner des Mainstreams allgemein. Also die Gegenseite hat bereits eine sehr tiefe Integration bis zu tatsächlichen Gewalttätern. Und im Angesicht dessen können wir uns das nicht leisten, denke ich, langfristig, sehr empfindlich zu sein, gerade bei jemandem wie Franz, der ja sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, was für uns irgendwie eine Relevanz trägt und ordentlich auftritt. Das Ding ist aber, man muss trotzdem eine gewisse Distanz wahren. Also, nee, das sage ich nicht. Organisatorisch, also wir können jetzt nicht sagen, die NPD und die AfD, das sollte alles ein Dachverband gründen. Es sollte schon ein Mosaik bleiben. Aber es sollte halt auch nicht weniger als ein Mosaik sein. Ne? Also meiner Meinung nach ist es schon hart an der Grenze des strategisch Sinnvollen, wenn man überhaupt selber hier von einem Mosaik mit diesen Leuten spricht. Weißt du? Also allein dieser Clip gerade ist schon hart an der Grenze, denn das wird verwendet werden, um das halt wieder alles zu vermischen, was ja im Endeffekt der Hauptangriffswinkel der Presse in Bezug auf die AfD, in Bezug auf das gesamte Gegenlager ist. Ne? Das ist doch eigentlich alles dasselbe. Wir haben euch doch schon die ganze Zeit gezeigt, wie die NPD so ist. Das sind halt diese Glatzen mit den Baseballschlägern und die AfD, die tun nur so, als wären sie anders, aber sie sind Teil vom selben Organismus. Im Endeffekt bestätigt man das dadurch ja. Ja, das ist die eine Seite des Arguments. Die andere Seite des Arguments ist halt, dass man diesen Frame, diesen Gewalt, diesen Würgegriff nur auflösen kann, indem man nicht mitspielt, ne? Und da muss man gerade Leute wie wir oder gerade Leute, die an prominenter Stelle stehen, ein bisschen auch das aushalten und ein bisschen, wie gesagt, dieses Spiel nicht mitmachen und sich trotzdem mit diesen Leuten auseinandersetzen. Nicht in einer gemeinsamen Organisation, aber, also ich denke da halt kann es Sachen wie Distanz gewahrt bleiben, aber schon
zumindest interpersönlich. Ich denke halt, ja, sicherlich. Also ich finde es nicht falsch, dass du mit ihm geredet hast. Ich denke, man sollte mit Leuten von der NPD reden können, auch öffentlich. Man sollte da wahrscheinlich dann auch Differenzen klären und über Differenzen reden und halt nicht nur das als einen Stream machen, der halt vermittelt, wir sind Teil vom selben Konstrukt. Ich denke halt, man gibt ihnen zu viel Munition, also man macht es ihnen zu einfach, wenn man sich selber hinstellt und sagt, wir sind Teil vom selben Mosaik. Ich würde einfach solche Sachen vollkommen im Wagen lassen und dann können sie das da selber verknüpfen, wie sie wollen, ohne dass sie dann irgendeinen Kronzeugen dafür haben. Ja, ich denke, dass... Das hat aber auch wieder Schwächen. Also, deine Strategie hat gewisse Stärken, hat auch gewisse Schwächen und verknüpfend werden sie das so und so, die werden dann halt nur ein bisschen weniger Material haben. Aber wie gesagt, die Pole, auf die wir hier zusteuern, ist, das strategisch so zu machen oder die Grundlage, dass diese Strategie überhaupt funktioniert, aufzulösen. Und ich bin immer ein bisschen ein Freund der anderen, der zweiteren Option. Das Ding ist aber auch, meine Zuschauer zum Beispiel, die sind alle wesentlich gefestigt rechter schon als deine. Ich akzeptiere durchaus das Argument, dass nicht alle Mitglieder des Mosaiks, so sehe ich das, das Gleiche tun können, weil nicht alle gleich auf Menschen wirken und sich mit den gleichen Dingen beschäftigen. Jeder Akteur, muss man quasi sagen, hat auch sein eigenes Overton-Fenster. Ne? Ich habe mein Overton-Fenster, da bist du noch drin. Da ist jemand wie Frank Franz wahrscheinlich nicht mehr drin für einen beträchtlichen Teil der Zuschauer. Du hast dein Overton-Fenster, da ist dann wieder jemand wie Frank Franz drin. Und ich bin halt am anderen Ende von deinem Overton-Fenster. Ne? Ich denke, du musst das ein bisschen mitspielen, was du ansprichst mit dem halt die Waffe komplett stumpf machen. Einfach delegitimieren, dass das überhaupt von links als Argument kommt. Das ist etwas, was nur ganz langfristig möglich ist. Ja. Das ja, geht nicht über Nacht. Und solange das noch nicht möglich ist, muss man es nur als Marathon mitspielen. Möglich. Gut, dann hätten wir den Punkt geklärt. Dann zweiter Punkt, also dazu, dass der Staat 2012 sehr fest im Sattel saß, sagt Frank Franz. Es ist natürlich ungefähr richtig, erst seit jüngstem hat man die parlamentarische Manpower, um wirklich Systemkonkurrenz zu üben. Das war 2012 noch nicht so. Das hat sich wesentlich geändert, aber die Glut des Widerstandes, so Frank Franz, war damals auch schon da. Und er stellt das so dar, dass das der Aspekt war, vor dem sich die Gauks in den Parlamenten gefürchtet haben, dass die tatsächlich vorhandenen Systemwidersprüche, die NPD damals schon zum Teil gesehen hat, herausbrechen würden und dass sie das schon vorweg gesehen haben. Also und dazu möchte ich ein paar Sachen sagen, weil das kaufe ich nicht so ganz. Also erstmal, ja, heute haben wir eine größere Manpower, aber das ist, glaube ich, eben noch nicht alles. Was wir heute vor allem haben, ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Wie gesagt, überhaupt die Diskussion, dass wir hier Punkte von Frank Franz diskutieren und darüber diskutieren, wie nah man in einem eventuellen Mosaik miteinander zu tun hat, das ist 2012 schon undenkbar gewesen. Also da gab es gar keine Kontakte, da gab es gar kein Abtasten von irgendwelchen Gemeinsamkeiten und irgendwelchen Grenzen. Da gab es also eine Wüste im Wesentlichen. Leuten also, wie mir war ja die AfD am Anfang schon nicht ganz grün. Die AfD. Ja. Die waren mir zu suspekt, genau, um mit denen irgendwas zu machen. Ja, wie gesagt, ich war nicht links damals, aber ich war so unpolitisch, dass ich niemals was dafür riskiert hätte, jetzt mich mit irgendeiner Position auseinanderzusetzen. Das hätte mir persönliche Nachteile gegeben und es hat mich nicht interessiert, also hätte ich es nicht getan. So, und das ist für viele sicherlich heute anders. Also es hat eine ganz andere Netzwerkfunktion stattgefunden, die weit über die rein statistische Manpower hinausgeht. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist, es ist natürlich immer... Also Frank Franz hat natürlich recht, dass es auch 2012 schon systemimmanente Widersprüche gab und Probleme, von denen man absehen könnte, dass sie mal zur Krise führen. Das gab es schon in den 90er Jahren. Also ich habe, wie gesagt, Texte gelesen aus den 90ern schon, von irgendwelchen amerikanischen Nationalisten zum Beispiel, die haben das genau so vorhergesagt, wie es kommen würde, und es ist so gekommen. Von daher hat er da recht, aber ich glaube nicht, dass das Gauck das meinte, als er da 2012 gesprochen hatte. Ich glaube tatsächlich, das ist eher sowas, wie es in einem Kaplaken besprochen wurde, den ich gerade gelesen habe, der hieß Bürgerkrieg und Sündenbock, dazu will ich auch noch eine Werbung machen, dass das so einen ritualisierten Charakter hatte. Also, dass Gauck sich nicht vor den systemimmanenten Widersprüchen, die er wahrscheinlich gar nicht gesehen hat, gefürchtet hat, sondern dass mit dem ständigen Beschwören eines im Wesentlichen nicht vorhandenen Feindes immer ein Sündenbock gefunden werden kann, an dem sich jede Möglichkeit der gesellschaftlichen Auseinanderdriftens direkt im Keim ersticken lässt. So, alle müssen wieder zum Tisch zurückfinden,
Denn sonst werden sie halt zum Lager der Unberührbaren erklärt, und da das alle verhindern wollen, bleiben so alle Teil des Gemeinsamen. Und das ist tatsächlich erst in jüngster Zeit in der wirklichen Auflösung begriffen. Ich würde mich da weitestgehend anschließen und noch dazu anmerken, dass ich nicht denke, dass der Hauptgrund dafür, dass heute ein Widerstand da ist, der ungefähr ein Viertel der Deutschen umfasst, ne, die gegen diese Regierung sind, gegen Multikulti sind, gegen halt das Gesamtsystem, wenn man so will, ne, das System, großer Austausch, Homogenisierung und so weiter sind, das liegt in meinem Blick nicht im Kern daran, dass die Umstände sich verschlechtert haben, oder besser gesagt, nicht daran alleine, sondern daran, dass sie sich verschlechtert haben und in welchem Tempo. Das Tempo ist für mich das Entscheidende. Es war spürbar. Die Leute haben von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr gemerkt, wie alles zu scheiße wird am eigenen Leib. Und deswegen hat das eine riesige Mobilisierung losgetreten für die Gegner dieser Geschichte. Was, glaube ich, nicht passiert wäre, wenn sie 2015, wie gesagt, bis 2050 gemacht hätten. Halt mit kleinen Tropfen und noch einem Tropfen und noch einem Tropfen. Denn es ist ja fast vergleichbar. Wenn ich mir die Gesellschaft angucke 2012, 2013 und die vergleiche mit 1980, dann ist doch seitdem quasi auch ein 2015 passiert. Ne? Nur halt ein ganz, ganz langsames, und dennoch war das Potenzial nicht da damals. Ja, also das ist auch einer von Franz Punkten, der sagt halt, 2012 gab es auch deshalb noch keinen so wahrnehmbaren Widerstand, weil die Entwicklung noch keine dermaßen grotesken Blüten getragen hat. Und da, ja, würde ich auch zustimmen. Grotesk, so. Ja. Grotesk würde ich absolut auch zustimmen. Ich meine, es ist halt auch immer skurriler geworden, wie eigentlich der politische Gegner sich verhält, wie unsere Eliten sich verhalten. Es ist immer mehr halt wie, keine Ahnung, Dekadenz im alten Rom, gepaart halt mit geistiger Verwirrtheit. Ne? Das Geschlechterding, das jetzt so sehr pushen, hackt euch alle den Pullermann ab und so weiter. Das sind halt für normale Menschen offensichtlicherweise geisteskranke Sachen, die man vielleicht noch hätte etwas normalisieren können für mehrere Jahrzehnte. Ja. Und der letzte Punkt, das ist dann noch parteistrategisch, finde ich auch nicht uninteressant. Also er sagt, angesichts dessen, was die CDU angerichtet hat, ist es Wahnsinn, in irgendeiner Form mit ihr koalieren zu wollen zum jetzigen Zeitpunkt. Man läuft viel mehr, als dass man reale Macht gewinnt, Gefahr, durch eine Koalition eingehegt zu werden. Dass man am Ende es nicht schafft, die eigenen Punkte durchzusetzen gegen die CDU oder mit der CDU, sondern dass man sozusagen Fleisch vom Fleische der CDU wird und am Ende wir wieder ohne irgendwas dastehen. Das wäre auch meine Sicht gewesen unter Meuthen. Unter Meuthen wäre genau das passiert. Es hängt, glaube ich, sehr davon ab, wie stabil personell die AfD aufgestellt ist, ob das passiert oder nicht. Ich meine, ein Beispiel wäre mal die FPÖ, ÖVP, ist doch die ÖVP, oder? Die Lilan da? Ja. Auf jeden Fall Die ÖVP ist die blau-lilane Regierung da in Österreich, ne? Ich habe es nicht gesehen. Genau. Ich habe es nicht gesehen, dass während dieser Regierung die FPÖ großartig gekackt worden wäre. Sie wurde dann am Ende weggeputscht und so weiter, klar, und hat auch massiven Schaden am Ende dadurch genommen, aber nicht dadurch, dass sie sich erweicht hätte oder so. Ne? Das ist nicht passiert. Sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten als Juniorpartner ein paar gute Dinger durchgemacht. Gut, also dicker Punkt ist halt Juniorpartner. Ich würde tatsächlich auch sagen, die AfD sollte sich nicht zum Juniorpartner der CDU machen. Das hält ich auch für eine schlechte Idee. Also ich weiß nicht, wie es bei der FPÖ gelaufen ist, aber ich glaube, die haben zu wenig durchgesetzt. Aber Juniorpartner finde ich auch ein schwieriges Ding. Der Migrationspakt war ein dickes Ding, ne? Also das haben sie gestoppt. Migrationspakt ist eins von ganz wenigen Ländern in Europa, ne? Und das war den Linken richtig wichtig, dass die Scheiße durchkommt. Haben sie nicht irgendwie so eine Art quasi, haben sie nicht eine Behörde dann umbenannt zur quasi Ausweisungs- oder Abschiebebehörde, so in die Richtung? Ja, gut, das ist Symbolpolitik. Ich will sagen, ne? Aber das ist funny. Ja, klar. Ich bin also vor Shits and Giggles und for the Memes will ich keine Koalition mit der ÖVP oder mit der CDU. Ich würde es aber im Prinzip sehen wie du. Wenn man wirklich einen Killerinstinkt hat als AfD und Seniorpartner ist, dann kann man es vielleicht riskieren. Also eine AfD der Höckes wird sich nicht kacken lassen. Das auf gar keinen Fall. Gut, wie gesagt, aber es muss dann auch das sein. Ne? Ich sehe irgendeinen schwächeren Landesverband, da würde ich das auch abraten.
Ja klar, letzte, NRW würde ich da ungern sehen, ja. Wenn jetzt irgendwie bundesweit, wenn in NRW, gut, das Gute ist ja, dass bei den schwächeren Landesverbänden, das ist ja eigentlich auch das Paradoxe, ne? Die sind ja eigentlich in der Regel gekackter, weil die halt versuchen, sich anzupassen an den Zeitgeist irgendwie in NRW oder in Berlin. Ja gut, in Berlin gibt es ein paar gute Leute, aber du weißt, was ich meine, ne? Die im Osten. Ja, gibt auch in NRW ein paar gute Leute, aber strukturell weiß ich, was du meinst, ja. Genau, genau. Und die im Osten sind gleichzeitig die Stabilen, auf die dann aus dem Westen immer gezeigt wird, nach dem Motto, ey, die sind schuld daran, dass alle uns zu radikal finden. Die müssen auch alle so sein wie wir und so, ne? Und gleichzeitig fahren die halt viel bessere Ergebnisse ein. Es ist eher so, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Mischung aus sowieso schon einem fruchtbaren Boden für deine Position und dann auch daraus resultierendes Selbstbewusstsein, auch kernig zu den Positionen zu stehen, einfach weiterführt, als halt so, oh, machen wir mal alle Piano. Irgendwie bringt das nichts. Ja, das Problem ist, das hat Max K., den ich schätze, eigentlich bisher kommt der mir als neben Höcke ziemlich zukunftsweisender Politiker vor, der hat mal gesagt, man muss das aus der Sicht des Politikers sehen und da liegt einfach eigentlich auch eine große Gefahr, die verdienen Geld, ne, und zwar nicht schlecht mit dem, was sie da tun, und deswegen neigen diese Leute fast alle immer dazu, Piano zu machen, sobald sie im Amt sind. Also, dass dann bei, auch wenn sie sich den Idealismus vielleicht ein bisschen bewahren, dass es gute persönliche Argumente für sie gibt, eben drei Nummern zurückzuschalten, was radikalere Forderungen angeht, weil sie ihr Geld dann oder weil sie von mir aus glauben, dass sie ihr Geld, ihre Sicherung und ihren Einfluss dann länger halten können. Darauf muss man mal ein bisschen achten. Ich meine, das Problem haben wir nicht. So also, war Meuthen. Das war Meuthen. Meuthen wollte die AfD an die Macht bringen, indem man sie kackt zur CDU 2.0 mit so ein paar kernigeren Punkten drin, aber am Ende wird nichts Bedeutsames gemacht. Er wollte die AfD zum Teil des Establishments machen. Er wollte nicht das Establishment stürzen, was natürlich die viel, naja, waghalsigere Unternehmung ist. Er wollte Teil des Establishments in der AfD werden, also mit der AfD Teil des Establishments werden und dann halt da ordentlich Kohle und Prestige einfahren. Gut, klar, die Endmotivation, was Meuthen hatte, ob es ihm ums Geld ging oder Prestige, das will ich, darüber will ich nicht spekulieren, das verkenne ich ihn zu wenig, aber ja, so würde es dann enden, in dieser Manier, in dieser, so würde es sich anfühlen dann. Ja, ich meine, man muss dazu auch noch sagen, ich sehe es auch nicht so, dass dann der Meuthen der hundertprozentige Soziopath sein muss, der einfach kein Gewissen hat und nur ans Geld denkt und so weiter. Diese Leute quatschen sich das dann auch schon zurecht. Und diese Leute haben dann auch einen größeren Glauben einfach in sich an die immer noch eigentlich Rechtmäßigkeit des Grundsystems und so, ne? Hier geht's doch immer noch mit korrekten Dingen zu und so weiter und alle müssen hier Passierschein A38 abholen. So ein bisschen die Krankheit der, ja, der alten Konservativen, ne? Passierschein A38, das ist das Wichtige. Solange alle Passierschein A38 abgeholt haben, geht doch hier alles mit rechten Dingen zu. Ja. Ja gut, das waren die Punkte. Es hat mich auf jeden Fall irgendwo gefreut, dass direkt nach der zweiten Folge die Leute schon auf unser Format reagieren. Deswegen wollte ich die Kritik mit reinnehmen. Und da hat er extra Livestream daraus gemacht. Ich denke, wir haben alle Fragen dann aus unserer Perspektive beantwortet. Und wir warten jetzt darauf, dass die Reaktion zur Reaktion zur Reaktion zur Reaktion kommt. Und solange wir warten, können wir uns noch ein bisschen Bosetti ansehen. Alles klar. Ja, Bosetti, immer lustig. Hast du es schon gesehen? Also wir haben es gerade beide ohne Ton gesehen, was eine lustige Erfahrung war, weil wir klären wollten, ob das Internet wirklich wieder geht. Und dann sieht man immer nur Sarah, wie sie halt so selbstgefällig in die Kamera guckt und dann hin und wieder, wenn sie denkt, dass sie irgendwas so richtig, richtig schneidend Kritisierendes sagt, sie ihre Augen so zusammenkneift. So, oh, da habe ich einen rausgehauen. Ja, also generell, Sarah Bosetti macht mich ein bisschen nervös. Irgendwie diese passiv-aggressive Art, die sie hat, zu sprechen und dieses Augen zusammenkneifen, lässt mich vermuten, dass das nicht gut für mich ausgehen würde, wenn Sarah Bosetti 300.000 Mann befehligen würde, die hier in Deutschland unter Waffen stehen und dem Schattenmacher zu Leibe rücken würden. Also gut, vielleicht müssen wir es irgendwann tatsächlich darauf ankommen lassen, wer weiß, was die Zukunft bringt, aber ich gehe davon aus, dass diese Frau, oder das ist zumindest mein Eindruck, einen Kern hat, der nicht so zimperlich ist. Ich habe das auch schon vorher gespürt, schon vor Corona. Also es war immer so ein, ja, die würde mich an eine Straßenlaterne hängen. Und dann kam Corona und sie hat genau das bestätigt. Ne? Dann kam quasi die Chance, so ein bisschen den Ton in diese Richtung zu verschärfen und sie macht es. Dann sind wir auf einmal der Blinddarm der Gesellschaft, der krank ist und rausgeschnitten werden muss. Ne? Also sie macht es einfach. Man muss dazu sagen, sie distanziert sich öffentlich schon von Gewalt. Also sie sagt jetzt nicht, die Hammerbande und das alles ist super. So weit geht sie schon nach. Das ist mir der Eindruck, den ich habe, dass sie, ich weiß nicht, es ist, ich glaube nicht, dass sie Line E wird, aber wenn sie jetzt Funktionärin im Zentralrat der Kommunistischen Partei Deutschlands wäre, dann
Ja, ja, genau. Würde sie die richtigen bürokratischen Entscheidungen, sag ich mal, fällen, die das möglich machen würden. Genau, genau. Das ist eine Passierschein A38-Mörderin, wenn man so will. Ne? Das wäre sie. Ihre Version der Gewalt, auch da ist dann wieder wichtig, dass Passierschein A38 eingeholt wird. Und davon, ob Passierschein A38 eingeholt wurde, ist dann abhängig, ob die Kugel in deinem Kopf rechtmäßig dort ist oder nicht. Ne? So wäre die drauf. Das muss dann alles richtig perfekt vonstatten gehen, aber solange das gegeben ist, lass knacken. Ja, wie gesagt, das sind natürlich, wir müssen es ja noch sagen, das sind Spekulationen, sie hat ja keinen umgebracht. Und ich meine, manch vielleicht. Sie hat damit geflirtet. Also bei Corona, es tut mir leid, das war Flirten damit. Das war straight up Flirten damit, mit dem Blinddarm. Ja, klar, klar. Also, wenn du mal mit dem Blinddarm-Kommentaren anfängst, dann heißt das schon, hat das schon was zu bedeuten. Aber es ist ja auch, wie gesagt, das Gefühl, dass einem diese Frau gibt. Und wenn mir das aufgefallen ist, wenn dir das aufgefallen ist, ne, das wird ja für gewöhnlichen Grund haben. Die Leute sind im Allgemeinen recht gut darin, andere Leute einzuschätzen, weil es für sie nötig war, aus einem evolutionsbedingten Weg sich die Ressourcen zu sichern und sich von Gefahren fernzuhalten. Und wenn dann heute die Alarmglocken in einem schrillen, dann hat das wahrscheinlich einen Grund. Und mit diesem schmeichelnden Ja, dieser kleinen Brunnenvergiftung gucken wir uns jetzt, was die Vorsitzende zu sagen hat. Okay, unsere Opponentin ist eine Mörderin und will den politischen Gegner umbringen. Alles klar, viel Spaß. Ich möchte mal kurz ein Loblied auf Sonneberg singen. Also ohne zu singen, denn ich will ja nicht, dass ihr weint. Also ich will schon, dass ihr weint. Deswegen übrigens ist das hier Satire und unter ZDF-Comedy einsortiert. Einsatiert, sage ich schon. Hier, ZDF-Satire. Deswegen darf sie hier so Sachen sagen, wie dass wir ein Blinddarm in der Gesellschaft sind, der herausgeschnitten werden sollte, weil sie so kleine Witzchen reißt zwischendurch, über die niemand lacht. Nietzsche hat mal gesagt, die wirklich, also ich habe gut zugehört übrigens, als Nietzsche das gesagt hat, die wirklich harten Punkte, die die Gesellschaft verändern, muss man am Anfang als Wahnsinn einbringen. Muss man am Anfang als Witz einbringen. Weil, wenn du sie ernst reinbringst, kann sie niemand ernst nehmen. Dafür sind sie zu weit aus dem Overton-Fenster entfernt. Tja, in jedem Joke steckt ein Kernchen Wahrheiten. Dazu gleich mehr. Sonneberg ist ein Landkreis in Südthüringen. Und in Sonneberg gibt es ein paar tolle soziale Projekte und Initiativen. Für Vielfalt, für Geflüchtete, für Menschen mit wenig Geld und gegen Rassismus. Und ich will hier natürlich keinen Spendenaufruf starten, aber sagen wir so, es wäre eventuell möglich, dass diese Initiativen in den nächsten Jahren ernsthafte Finanzierungsprobleme bekommen. Ja, weil diese hochpolitischen Sachen, die du gerade genannt hast, diese im Endeffekt Stiftungen gegen die AfD, alle finanziert werden auf Staatskosten, ne? Weil das System so sehr gerickt ist, so sehr getürkt ist. Aber ist auch schon schön, jetzt geht es in irgendeinem Kack-Landkreis mal nicht so, wie die Kathedrale es will, und sie benennt hier praktisch ja die Kathedrale, also muss sofort ein paar neue Kirchen gebaut werden, ne? Muss sofort ein Squad nach Sonneberg abgesandt werden von, ich weiß nicht, ich meine, Feine Sahne Fischfilet war schon da, also die haben ja tatsächlich da irgendwo ein Konzert gegeben, und dann müssen noch ein paar Antirassismus Interventionen da heimisch werden, wahrscheinlich noch ein paar hässliche öffentliche Kunstwerke, Hauptsache alles, um die dortige Bevölkerung zu demoralisieren. Weißt du, was unglaublich wertvoll wäre? Irgendein deutscher Musiker, bekannter Musiker, der dann nicht durchdreht wie Xavier Naidu und danach wieder kackt oder so, sondern der einfach stabil AfD-mäßig unterwegs ist, der dann für uns kommen könnte und dann nach Sonneberg fährt und da für uns ein Konzert hält und so weiter. Die wären so mad, ne? Also Sarah Bosetti würde sowas von ausrasten, wenn das der Fall wäre. Irgendwie, keine Ahnung, wie ist der Typ mit Freiheit? Marius Mister Müller Westernhagen. Ne? Ja, aber den kriegen wir nicht. Ich glaube, der ist. Ja, ich meine nur so einer. Weißt du? So von dem Kaliber. Wen wir kriegen könnten, ist vielleicht Andreas Gabalier. Soweit ich gehört habe, tendiert der schon ins volkstümlich Rechte. Also der hat jetzt noch nicht der Partei die ewige Treue geschworen, aber langfristig gesehen wäre das wahrscheinlich eine realistische Option. Das Problem mit diesen Künstlertypen ist, die sind ziemlich sensibel, und ich habe das Gefühl, so wie bei Xavier Naidoo und so weiter, wenn wir das machen, dann kommen die Medien und gaslighten die so hart, bis die irgendwann Adrenochrom und die Kinder im Untergrund, die wir retten müssen und so weiter posten, und dann sind die halt diskreditiert. Ne? Das dürfte halt nicht passieren. Ja, wir müssen halt auf den einen Stabilen warten, also auch psychisch Stabilen, ja. Ja, und bei so Künstlern ist es sehr schwer. Also find mal einen psychisch wirklich stabilen Künstler. Das Problem daran ist, ich meine, Künstler, was sie machen ist, sie brauchen ja quasi eine etwas fragile Psyche, weil sie mehr als der normale Mensch von sich preisgeben wollen würde von ihren inneren Vorgängen, als ihren Beruf an die Öffentlichkeit bringen. Ne? Und das ist halt schwer, einen zu finden, der das macht und gleichzeitig noch emotional wirklich stabil ist. Hm.
Weil in Sonneberg gerade der erste AfD-Landrat Deutschlands gewählt wurde. Und es wäre doch irgendwie faszinierend, wenn sie ihre nun noch viel wichtiger gewordene Arbeit fortführen könnten, weil Menschen aus ganz Deutschland auf die Idee kämen, sie zu googeln und zu unterstützen. Ja, wird nicht passieren wegen der Scheiße, Sarah. Du hättest irgendwas Konkretes nennen können. Dann hätten ein paar Boomer den einen Zwanni dagelassen. Aber wenn du einfach nur sagst, oh, ja, die Stiftung für das Gute in Sonneberg. Die Boomer googeln jetzt nicht 20 Minuten, was es da für eine Scheiße in Sonneberg gibt. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti will reden. Mehr als 31% der wahlberechtigten Menschen in Sonneberg haben bei der Landratswahl die AfD gewählt. Gut 28% den CDU-Mann und über 40% fanden das Ganze einfach nicht wichtig genug, um vom Sofa aufzustehen. Nimm auch mal die Logik. Sie will es jetzt auch klein machen damit. Also A, wie sie sich skandalisieren darüber, dass die Leute nicht gegen die AfD aufgestanden sind. Und aber B, will sie natürlich auch diesen Wahlsieg etwas kleiner reden. Nimm doch mal die Logik auf jede Bundestagswahl aller Zeiten. Vor allem die letzte. Ne? Das ist halt, ja, euch wäre das auch egal, wenn noch drei Leute wählen würden. Solange zwei davon die Grünen wählen, wären wir alles im grünen Bereich. Und ich bin fassungslos. Allmählich habe ich das Gefühl, als sei Demokratie nicht mehr als ein merkwürdiges Hobby von ein paar Freaks. Wenn du zum Beispiel sagst, dass eine... ja, wärmer... Polizeiuniform nicht für Parteiinteressen instrumentalisiert werden soll, wegen Gewalt. Hast du die Dinger neulich gesehen? Das Bild, das, ich glaube, Argonaut hat das gepostet und noch diverse AfD-Leute. Darauf sah man, dass irgendwelche Polizeileute die progressive Regenbogenflagge an ihrer Uniform getragen haben. Und was war denn neulich mit dieser Klimapolizistin? War die echt? Also, die da irgendwie gesagt hat, ja, ich bin hier die Koordinationsdirektorin oder die Koordinatorin zwischen der, Klimakleberbewegung und der Berliner Polizei oder so? Die Frau? Ja, da war was. Kannst du dich daran erinnern? Da war ja, was, meine, ja. Also wenn das echt war, und ich habe dann auch auf der Welt darüber gelesen, dass es so Verbindungen geben sollte zwischen denen, wenn das echt ist, dann ja, sagt ja, das ja schon viel über deren politische Verordnung. Ja, genau, der Paywall-Artikel neulich, ne? Da war das drin, wo sie auch darüber geredet haben, mit welchen Bundestagsleuten die sich alle getroffen haben und so weiter. Ja, fast ja. So. Also gerade in Berlin, wie gesagt, hatten wir die politische Neuausrichtung der Polizei Berlin unter Geisel. Und ja, da haben sie ja, Zitat, ein Grüner aus der Regierung, in wichtige Positionen sehr gute Leute hereingebracht. Ja, fast so, als würden sie damit ungefähr so etwas meinen. Faltenteilung ja. Oder so. Oder dass politischer Diskurs nicht auf Lügen fußen darf. Oder dass eine... Ein bisschen spät dafür. Junge Sarah, das sagt uns Sarah fucking Bosetti. Sarah Bosetti, die uns die letzten 2 Jahre Angst davor gemacht haben, dass unsere Mitmenschen atmen, momentan Angst davor macht, dass Sommer ist und sagt, es wäre vollkommen irrational, irgendeine Sorge zu haben in Bezug auf Millionen von Arabern und Afrikanern, die hier reinkommen und die Vergewaltigung ungefähr verdreifacht haben. Aha. Und das Problem ist auch, was, das ist wieder, darf nicht auf Lüge basieren. Ich meine, die meisten Leute, die das hören, würden intuitiv sagen, ja, gute Idee. Aber weil die meisten Leute keine guten Politiker sind, fragen die sich dann nie, wie entscheidet am Ende, was Lüge ist und was nicht. Lügen sind ja nicht selbst evident. Klar, wenn wir beide miteinander reden, ist das selbst meistens selbst evident. Und wir können jetzt ewig über Kenntnistheorien streiten, ob man da objektive Kriterien finden kann. Aber in der Realität der Politik entscheidet da am Ende meistens ein Richter oder ein Gremium drüber. Ja, das sind Leute mit politischer Vergangenheit, die am Ende entscheiden werden, was Lüge ist und was Wahrheit. Und das ist das Problem mit diesem Begriff. Ich meine, das ist ja nichts mehr, was man theoretisieren muss. Wir sehen es ja schon. Es gibt ja, ja schon die Lügenentscheider. Zum Beispiel Korrektiv sind das dann, ne? Ja, die ja, immer genau. In eine Richtung und halt häufig, also allein die Fact-Checking, The Fact-Checkers Serie von Clowny darüber, ne? Also häufig hanebüchenstes Zeug schreiben, wirklich selber einfach lügen, damit dann, also sie hoffen, das liest dann niemand, weil dann müsste man sich weiterklicken, damit auf Facebook dann die kleine Bemerkung steht unter einer Behauptung immer automatisch. Übrigens alles Bullshit. Ja. Regierungspartei, die durch kindische Bockigkeit die Handlungsfähigkeit der Koalition fast lahmlegt, der Demokratie schadet, weil sie Politikverdrossenheit fördert. Wenn du irgendwas... Junge, die kleinen Bücklinge von der FDP haben also offenbar mal irgendein Widerwort gegeben. Oh nein. Was davon sagst. Aber da sieht man halt, wie die politische Maschine funktioniert. Ne? Wie oft die FDP Druck ausgeübt wird, damit die den Widerspruch aufgibt und damit die Koalition schön glatt und grün läuft.
Wirst du angeguckt wie ein Trekkie, der sich darüber aufregt, dass jemand Star Wars statt Star Trek gesagt hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass diese Unterscheidung nicht wahnsinnig wichtig ist. Also du wirst komisch angeguckt, wenn du dich darüber aufregst, dass irgendein FDPler, also wahrscheinlich Lindner dem Titel nach, mal irgendein Widerwort gegeben hat. Wenn du sagst, das ist das Ende der Demokratie, gucken die Leute dich komisch an. Übrigens schön irrer Blick auch gerade. Richtig wäre, aber wenn du Star Wars und Star Trek verwechselst, guck dich halt jemand böse an. Wenn du Demokratie und AfD verwechselst, landest du im schlimmsten Fall in einem anderen Universum. Und gerade für Juden und Oh ja, also den Juden-Part. Ja, jetzt geht das mit den Juden wieder los, ey. Jetzt geht das Judending hier los. Ja, ja, wir wären in einem komplett anderen Universum. Das hat mit Juden wenig zu tun. Für Juden würde sich nicht viel ändern. Auf jeden Fall nichts, was sich nicht auch für den Rest von uns ändern würde. Aber ja, der gesamte Irrsinn. Also zum Beispiel, du könntest nicht mehr rituell Kinder kastrieren. Und wahrscheinlich wäre es auch etwas schwerer, die ganzen Babys abzumurksen und so. Also, ja, und du hättest keinen Job mehr. Das wäre sicherlich so. Ja, du würdest beim Penny an der Kasse arbeiten. Die einzigen Sachen, die du uns noch mit denen über die du noch mit uns reden würdest, wäre, ob die Penne im Penny 2,99 Euro oder 1,99 Euro kosten. Jüdinnen für Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Behinderung, für nicht-binäre Menschen, für People of Color, ist das ein ziemlich gefährliches Universum. Und gefährlich in dem Sinne, dass sie nicht mehr einen Freibrief haben als die quasi erhabene Rasse, nicht zu den bösen Unterdrückern gehört, zu machen, was auch immer sie wollen. Natürlich können wir darüber reden, wer die Schuld an der Wahl und dem bundesweiten Umfragehoch der AfD trägt. Ja, das seid ihr. Also klar, das sind die, aber die würden das ganz gerne auf Friedrich Merz und sowas ablenken, weil er gesagt hat, ich weiß nicht, dass auf Lokalebene man mit der Mitglieder der CDU mit Mitgliedern der AfD zusammenarbeiten müsste, um die Schlaglöcher auszubessern oder sonst irgendwas. Ja, und das ist eigentlich, also das ist so ein Irrsinn. Ich bin gespannt, wie gut das dauerhaft an den Mann kommt, weil ich glaube, ein anderes Narrativ haben sie ja nicht mehr. Es muss ja irgendwie in die Richtung gehen. Ne? Und das wird weitergehen. Also sie werden mit ihrem Wahnsinn nicht Halt machen und der Vormarsch der AfD wird nicht Halt machen, so prognostiziere ich. Also wenn sie das dann irgendwann verschärfen und sagen, Merz, jetzt macht AfD wieder zu, Merz, was soll das, Merz, wieso wird AfD immer stärker? Das ist nur, weil du wieder irgendeinen kernigen Spruch über Migranten gemacht hast. Das wird sehr interessant, ob das irgendwer kaufen wird. Wir können sagen, ja, Merz hat gesagt, die kleinen Paschas, und dann haben direkt 8 Millionen Leute gesagt, ach, die AfD soll ich wählen. So ist das bei denen angekommen. Ja, hat mich. Wie ist das Meme von Twitter, was wir jetzt immer bringen? Momentan übrigens mit dem Horn, ne? Wir haben da ja, hast du das mitbekommen mit dem Horn? Nee, ich bin zurzeit nicht auf Twitter, weil, also ich brauche mal eine Pause. Ah ja, na, wir haben so eine Flagge gefunden, die Reichspostflagge, die irgendwie von 19... Achso, das habe ich gesehen. Ja, warum packen die sich eigentlich dieses kleine Posthorn da rein? Was soll das eigentlich wirklich heißen? Das soll heißen, dass ich Elon Musk gehen soll. Ich habe auch nicht verstanden, auf welchem Wege es das bedeuten soll, aber das soll es bedeuten. Elon Musk soll sich wegen seinem Haken. Das kam irgendwie in Reaktion darauf, dass die ihren Haken verloren haben und dann waren sie sauer und haben dieses Horn da reingemacht. Ja, und jetzt sagen wir halt, dass sie dieses Horn übernommen haben von der Reichspostflagge. Was einfach nur die Kaiserreichsflagge ist mit so einem Horn drauf. Und dass das halt so ein Dogwhistle unter Reichsbürgern ist. Wie habe ich das gerade begonnen? Worauf will ich damit nochmal hinaus? Das ist ja das Meme auf Twitter. Das haben wir bei Flair gebracht, das haben wir bei diversen Leuten gebracht und dann jetzt auch bei diesem Horn. Das hat uns ja maßgeblich politisch geprägt. Ne? So wie auch Merz' Aussage mit den Paschas mich maßgeblich politisch geprägt hat. Also ich war bei den Grünen, ich war in der grünen Jugend, bevor Merz das mit den Paschas sagte. Dann habe ich umgedacht. Die Talkshows sind schuld, weil sich da Faschisten inszenieren dürfen. Die Talkshows, weil einmal alle halbe Jahre irgendein AfDler da sitzt, während er von 5 Leuten angeschrien wird und die 5 Leute nicht einfach über diesen AfDler in Abwesenheit schreien, wie sonst immer. Friedrich Merz ist schuld, weil er Stimmen am rechten Rand fischt und dabei Sprache und Inhalte. Okay, also jetzt nimmt sie sogar das auch. Daraus schließe ich jetzt mal. Sie wird am Ende kommen auf, das sind einfach böse Menschen. Ja, das ist meine bevorzugte Strategie. Das ist, was ich hoffe, dass ihr es macht. Ich hoffe, ihr fahrt diese Masche und gaslightet nicht in die Richtung von, oh, die müssen wir etwas betuddeln. Denn wir sind so böse, in Anführungszeichen, in eurer Welt. Wir sind einfach so. Der AfD übernimmt und dadurch normalisiert. Robert Habeck. Jetzt hat er genau das. Oder sie macht gerade eine Aufzählung von Sachen, die alle zutreffen in ihrer Weltsicht, ne? Wie ich das verstehe. Ja.
Das ist alles gleichzeitig wahr und am Ende wird sie sagen, aber die AfDler, wir können ihnen die Verantwortung nicht wegnehmen, die sind auch ganz böse. Berg ist schuld, weil Wärmepumpe, die Bild ist schuld, weil sie existiert. Ich bin schuld, weil es Leute gibt, die jederzeit die AfD wählen würden, einfach um mich zu ärgern. Keine Ahnung, ob Schuldige zu suchen nun irgendwelche Probleme löst, aber ich möchte mich da einreihen in die Riege der Ahnungslosen, die... Da war der Augenkniff. Sie findet das ganz clever, was jetzt kommt. Trotzdem mit Schuldzuweisungen um sich werfen. Was sollen wir auch sonst tun? Achtung, es geht los. Die SPD ist schuld. Eine ernstzunehmende Partei, die glaubhaft für soziale Politik steht, für die Aufhebung von Ungleichheit, für die Anliegen der sogenannten einfachen Leute. Also alles, was linke Politik eigentlich ist. Eine solche Partei fehlt. Die Partei, die sich selbst die Linke nennt, wird gerade von Sarah Wagenknecht aufgefressen. Mit der ist also aktuell... Also Sarah Wagenknecht ist schuld. Jetzt sind, glaube ich, also nach ihrer Aufzählung, jetzt noch mit dem sind buchstäblich alle schuld. Jeder. Wohl nicht. Was will die eigentlich? Also die Interessen des kleinen Mannes. Es kann ja nicht Sozialleistungen sein. Ich meine, Deutschland hat die höchsten Sozialleistungen seiner Geschichte und auch im internationalen Vergleich mit die höchsten Sozialleistungen überhaupt. Immer noch zu wenig. Sprich mal mit irgendwem Linken. Die sagen dir, das ist ein Fliegenschiss und die Lebenshaltungskosten sind höher geworden und so weiter. Wir müssen gleichzeitig einen Mindestlohn machen, der so hoch ist, dass das nochmal gut über Bürgergeld liegt und dann das Bürgergeld noch wesentlich höher. Das ist, was die wollen. Also das ist kein Witz. Das ist exakt, was die wollen. Ich habe mich neulich durch Zufall mit ein paar Leuten auf der Straße unterhalten und die meinten wirklich, also das scheint wirklich so zu sein, dass sie offene Stellen haben, die sie nicht besetzen können, weil sich einfach nicht genug Leute darauf bewerben. Und das war jetzt kein, also die haben jetzt nicht den CEO von irgendeinem Tech-Konzern gesucht, für den nur 5 Leute auf der Welt in Frage kommen oder sowas. Das war ein Job, in dem man im Wesentlichen ohne Ausbildung arbeiten kann, solange man halbwegs seriös ist, ja? Ja, erzähl das irgendeinem Linken, der sagt dir Gehalt zu niedrig. Gehalt zu niedrig, schraub das hoch. Ja, und das ist eben das, ich weiß, dass das Gehalt nicht besonders niedrig ist, was sie da verdienen. Also das ist jetzt kein Monstergehalt, aber da kann man schon ganz gut von leben. Und das ist auch ziemlich garantiert, das ist risikoarm und die finden trotzdem keine Leute. Und da dachte ich, also das hat ja auch mit den Sozialleistungen zu tun. Ich meine, wir haben ja hier also zig Millionen Leute einwandern lassen und ein paar von denen wären sogar durchaus in der Lage, diesen Job zu machen. Viele Deutsche wären in der Lage, diesen Job zu machen, die keine Arbeit haben, aber die Sozialleistungen machen das halt unattraktiv. Also wenn die Basics, ohne dass du irgendwie Pennies zusammenkratzt, am Ende vom Monat gedeckt sind, wie es unter dem Bürgergeld der Fall ist, dann kann ich das absolut nachvollziehen, dass man sich sagt, okay, eine wichtigere Ressource als das mehr Geld, das ich jetzt noch haben könnte, ist einfach meine Zeit. Ich will einfach machen, was ich will. Ja. Und wie gesagt, den Job, von dem ich da spreche, der ist angenehm, der ist körperlich nicht anstrengend, der wird nicht schlecht bezahlt, man braucht keine Ausbildung. Und trotzdem finden die keine Leute. Also. Die SPD. Aber was soll die SPD schon tun? Es ist ja nicht so, als würde sie momentan die Bundesregierung anführen und könnte diese Gelegenheit nutzen, um... Was ist denn jetzt diese linke Politik? Sie wird es, glaube ich, gar nicht aussprechen. Aber ja, wie gesagt, sie meint, Sozialsystem noch höher plus Mindestlohn auf einem Niveau, wo du dann immer noch Bock hast auf diesen Job. Auf großer Bühne zu zeigen, dass soziale Gerechtigkeit und bürgernahe Politik auf Bundesebene möglich sind. Ich meine, das wäre schon toll, wenn sie das könnte, aber da sind der SPD leider die Hände gebunden von wem eigentlich? Ich weiß, es ist unfair. Die SPD ist nur ein bisschen schuld. Keine nicht rechte Partei oder Person in Deutschland. Und wieder mal wird nur gelabert, haben wir nur Platzhalter und es wird nie gesagt, was man jetzt eigentlich will. Okay, du willst also eine sozial gerechte Politik, die aber auch nah am Bürger ist. Was heißt das? Was zum Teufel bedeutet das? Also den Leuten sau viel Geld geben und dann Transen aufmachen. Ich glaube ungefähr so, ne? Ja. Deutschland ist wirklich schuld, wenn Leute Rechtsextreme wählen. Obwohl, das stimmt nicht. Die Grünen sind natürlich schuld. Friedrich Merz sieht nämlich nach dem Wahlsieg der AfD die Grünen als Hauptgegner. Wirklich, das ist seine Schlussfolgerung. Das ist ein bisschen, als würdest du im Meer schwimmen. Das ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Also ja, dass die Grünen so weit weg sind, wenn man jetzt die CDU irgendwie als konservativ, als was sie sich ja gerade framed, sehen will, von konservativ, wie es nur irgend geht, ne? Dass die derart wahnsinnigen Kram machen, dass die AfD da nicht im Ansatz das Wasser reichen kann, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Also fragt die Grünen, was sie halten von, keine Ahnung, von der CDU, von der Werteunion, von den tatsächlich irgendwie halbwegs konservativen Teilen der CDU, von einem Maaßen, auch wenn der im Kern auch wieder ein Kack ist, aber immerhin macht der mal irgendwas Konservatives hin und wieder, die verachten diese Leute, deren ehrliche Meinung über die ist, warum hängt der noch nicht an einem Baum? Und während dir gerade ein Hai ein Bein abbeißt.
meine, wie war der Hashtag der grünen Jugend? Hashtag ich bin linksextrem, ne? Wo die alle draufgesprungen sind. Hashtag ich bin linksextrem. Ist ja, ich bin die Rote Hilfe, die Linke, explizit linke Straftäter unterstützt, ne? Wenn sie keine Reue zeigen. Also das ist eine Bedingung. Wenn sie keine Reue zeigen, die 11.000 Mitglieder hat, sofern ich, also habe ich neulich gelesen, die von allen Parteien unterstützt wird, die von der SPD unterstützt wird, von der Linken unterstützt wird und von den Grünen, Teilen, ja, von der Grünen Politiker unterstützt wird, ja, die spricht ja für sich. Ich meine, was will man mehr? Ich meine, wie eindeutig soll es noch werden? Siehst du, fortan all deine Energie darauf zu verwenden, Nemo zu verprügeln. Ich habe ja eine viel abwegigere. Was ist jetzt, hast du mitbekommen, was jetzt überhaupt der Punkt war an Nemo? Nee. Warte. Nee, ich bin schon lange raus. Willst du im Meer schwimmen und während dir gerade ein Hai ein Bein abbeißt, beschließt du, fortan all deine Energie darauf zu verwenden, Nemo zu verprügeln. Ich meine, das stimmt. Gut, Nemo, jetzt wusstest du das, wenn Nemo überhaupt nichts machen würde. Nemo im Endeffekt macht alles so scheiße, dass der Hai jetzt so groß geworden ist. Ne? Aber ja, auffressen tun wir die CDU. Das stimmt. Ne? Also wir fressen deren Wählerschaft. Worum geht's noch? Also wer ist Nemo und wer ist der Hai? Wir sind der Hai. Nemo sind die Grünen. Und die CDU wird gefressen von dem Hai. Also ja, in dem Sinne, wir fressen deren Wähler. Das ist sicherlich wahr. Wir sind nicht diejenigen, die sie an einem Baum hängen wollen, aber wir fressen ihre Wähler. Ja, wir sind auch nicht die vollkommen geisteskranke Politik machen, aber wir fressen ihre Wähler. Ich habe ja eine viel abwegigere Idee. Wer zumindest auch eine winzig kleine Teilschuld. Ja, ja, wir sind selber schuld, wir sind ganz schlimme Menschen. Ich hoffe, diese Strategie nehmt ihr. Beschimpft sie einfach. Ich bin mir wirklich gespannt, wer ist jetzt schuld? Wer ist schuld? Ja, wir. Am Wahlergebnis in Sonneberg haben könnte. Die Wähler. Die knapp 6.000 Leute, die die AfD gewählt haben. 6.000. Ja, du bist gut. Du hast es ja vorher gesehen. Ja, das war nicht das erste Mal. Ne? Bei wo hatten wir neulich genau dasselbe? Bei Rot, ne? Rot bei Lanz, dieser SPD-Typ, hat genau denselben Aufbau gemacht. Ist ja quasi gleichgeschaltet. Ich meine, die haben jetzt hier so einen Bullshit-inneren Krieg darum. Also erstmal, dass das das Ende der Demokratie ist und ganz scheiße ist und so weiter, das ist sowieso schon klar. Aber jetzt gibt's halt die Betüdellinken, die, wir müssen denen mehr Zucker in den Arschblasen linken, dann wählen die auf, dann hören die auf, die AfD zu wählen. Und es gibt die, wir müssen autistisch rumkreischen linken. Ne? Mir sind die, wir müssen autistisch rumkreischen Linken wie Sarah lieber. Also ich hätte es lieber, wenn alle Linken einfach autistisch rumkreischen würden, anstatt zu gaslighten. Ich weiß, ich möchte da nochmal auf das Buch zurückkommen, was ich am Anfang erwähnt hatte, das Bürgerkrieg und Sündenbock von, also ein Kaplaken von Konstantin Fechter geschrieben. Der sagt, also die BRD hat lange, viele Jahrzehnte mit so einem Sündenbock-Ritual gelebt. Also man hat einfach irgendwie so einen kleinen Teil der Rechten genommen und die ausgestoßen wie den Sündenbock und konnte dadurch die großen inneren Konflikte im Wesentlichen beheben. Sozusagen immer mit der Drohung, dass wenn man das auf den inneren Konflikt zu sehr ankommen lässt, man selbst zum Sündenbock wird. So. Und irgendwann, jetzt mit den Verschlimmerungen der Probleme, hat das einfach nicht mehr funktioniert, weil die Gruppe der ausgestoßenen Sündenbocke zu groß war und sich deren Fraktion selbst organisiert hat. Was dazu geführt hat, dass die restliche Gesellschaft in zwei Lager zerbrochen sind. Das Bosetti-Lager, das einfach sozusagen die Sündenbock-Rituale intensivieren will, also so im Sinne von, früher konnten wir Gott damit zufriedenstellen, jetzt nicht mehr, also müssen wir es intensiver glauben. Und die anderen, die so ein bisschen beschwichtigen wollen, die so in der Zeit, also die Kack-Servitors oder sowas, die in der Zeit einfach nur zurück wollen, die also diesen Intensivierungskurs nicht mitmachen, aber die auch wahrnehmen, dass halt das Ritual nicht mehr funktioniert und sich dann deshalb einfach nur die Vergangenheit zurückwünschen und orientierungslos beschwichtigend auf der einen Seite wirken gegenüber diesem linken Lager, aber sich auch immer noch natürlich nicht mit der Grundproblematik auseinandersetzen. Und das fand ich schon eine relativ gute Beschreibung, weil das ist genau das, was passiert. Dieses Bild hier bringt es perfekt auf den Punkt. Das sind übrigens wirklich nicht viele Menschen. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht der viel beschworene Dammbruch ist. Vielleicht ist es ja ein Dammriss. Wer schon mal ein Kind geboren hat, weiß, schön ist ein Dammriss nicht, aber kann man nähen. Wird wieder, aber man muss halt etwas dafür tun. Das Nähen sieht dann so aus, dass du willst, dass ein paar Boomer an ein paar von euren Organisationen da spenden und gleichzeitig das autistische Geschrei, wie gesagt, das Sündenbock-Geopfere, das muss angeheizt werden. Ja, wie gesagt, es wird nicht funktionieren. Ich blicke wirklich ziemlich optimistisch momentan in die Zukunft. Einfach nur, weil die so, also das wirkt so planlos. Ansonsten wirkt es immer so, als wenn die eigentlich einen ganz guten Plan haben, was die machen sollen. Jetzt nicht mehr. Also vor allem, seitdem auch noch Twitter flöten gegangen ist, haben die echt ein Problem. Ich meine, ich gebe dir recht, aber dann möchte ich auch noch mal auf das Buch verweisen. Also Fechter sagt,
Die Konsequenz langfristig halt dadurch, dass der Sündenbock den inneren Bürgerkrieg nicht mehr abhalten kann, weil ein Sündenbock ist eine Figur, die du erstellst, um inneren Frieden herzustellen und die Sünden auf ein Objekt zu konzentrieren, das du dann ausstoßen oder umbringen kannst. Wenn das nicht mehr funktioniert, heißt das halt, dass offene Gewalt in der Gesellschaft wieder ausbricht, weil der Sündenbock seine Funktion nicht mehr erfüllen kann. Und langfristig gesehen, wer weiß, ob das passiert, ne? So unwahrscheinlich ist das nicht. Aber dann wird's so instabil. Also wenn sie die initiieren, und das wäre ja quasi, wie es dann aussieht, ne? Diese Gewalt, die würde dann wahrscheinlich laut einem Fechter nicht ausgehen von den AfDlern, die ja eigentlich Grund für Optimismus haben, die ja immer stärker werden, sondern die Linken werden dann gewalttätig, ne? Ja, er sagt natürlich, das ist eine reaktive Spirale, ne? Wenn die andere Seite auftritt, wird auch ein Radikalisierungsprozess auf der rechten Seite einsetzen, bei dem es dann ab einem gewissen Zeitpunkt sehr schwer sein wird, irgendwelche Verursacher noch festzustellen bei einer konkreten Aktion, wie das heute in Israel und Palästina ist, aber es auf den Sieger ankommen wird. Das Ding ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Potenzial in Deutschland an halt einfach gewalttätigen Psychopathen, die Bock haben mit irgendeiner Rechtfertigung, also eigentlich einfach Bock haben auf Gewalt, aber dafür eine Rechtfertigung suchen, das hat die Antifa schon zu nahezu 100% eingesetzt. Also die sind schon quasi alle da. Das denkst weiß nicht? Ich nicht. Das Problem ist, also er sagt auch normale Leute, also natürlich gewalttätige Psychopathen sind immer die gerne die Ersten, die losschlagen, aber er sagt, wenn es wirklich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt, wenn diese inneren Spannungen nicht mehr moderiert werden können, dann werden sich auch normale Menschen in einem bürgerkriegsartigen Modus wiederfinden. Was man ja auch nachvollziehen kann, weil, wie gesagt, es kommt ja auch immer daran, du bist so brutal wie das, was dir angetan wurde. Zurzeit leben die meisten Deutschen in Verhältnissen, in denen ihnen gar nichts von diesem Schweregrad angetan wurde. Aber wenn das mal der Fall ist, dann siehst du das möglicherweise auch anders. Also ich sag mal, wenn du normaler israelischer Bürger bist, und irgendein Islamist sprengt sich in dem Bus in die Luft und bringt dein Kind um, dann siehst du das wahrscheinlich auch etwas anders, ja, genauso wie der Palästinenser das anders sieht, wenn irgendein israelischer Bomber, ich weiß nicht, seine Mutter weggesprengt hat, bei einer Vergeltungsaktion jetzt wieder für den Bus oder sowas, ne? Also, ich sag nur, also, wenn es so kommt, dann ist es ja unausweichlich. Und es ist besser, wenn Bewegung drin ist, selbst wenn diese Bewegung am Ende dazu führen könnte, als wenn es weiter halt 2012 bleibt, ne? Ja, also das kannst du auch nicht einfrieren, ne? Seine Konklusion ist dann mehr, also langfristig, wenn man das verhindern will, ist seine Konklusion eher, dass man Feindschaften aus der Gesellschaft nicht verbannen kann und dass die klügsten Politiken in der Geschichte eigentlich Feindschaft so gehandhabt haben, dass sie nicht absolut werden, dass man das versuchen muss, dass man immer noch Teil einer Gemeinschaft bleibt, dass man sich nicht, also dass man den anderen als Gegner sieht, vielleicht auch als Feind, aber nicht als Parasit, der zu vernichten ist. Aber das ist halt schwer. Und ja, ich meine, wenn die anfangen, das abzuknallen, was dann? Ja, klar, ich meine, das ist halt schwer und das ist halt ein labiles Gleichgewicht. Es muss nur eine Seite damit aufhören und die Spirale setzt sich von alleine in Gang. Also das ist halt der Kampf der Zivilisation und der geht halt immer wieder deshalb schief, weil es ein labiles Gleichgewicht ist. Zum Beispiel den Leuten, die AfD wählen, sagen, dass das keine Lappalie ist. Schon gar nicht in Thüringen, wo die AfD als gesichert rechtsextrem... Dass das keine Lappalie ist, meine liebe Sarah, alles, was ihr verbrochen habt die letzten Jahre, stufen wir auch nicht als Lappalie ein. Wir wählen die, weil wir euch entfernen wollen. Weil wir nicht wollen, dass so etwas wie du, solche Subjekte wie du, irgendwo in der Nähe von gesellschaftlicher Relevanz sind. Wir sind nicht, also was denkst du, was für einen Effekt es auf Leute wie uns hat, wenn du uns irgendeine kleine Standpauke darüber hältst, dass das keine Lappalie ist, dass wir die gewählt haben. Ja, wir wollen nicht, dass es als Lappalie eingestuft wird. Wir wollen, dass Kommunikatives eingestuft wird als, wir wollen Sarah an die Pennykasse bringen. Ja, ich finde es gut, es ist kein Kavaliersdelikt, ne, die AfD zu wählen. Also als ob man sich das beschämt getraut hätte. Also ich habe es jedenfalls nicht. Ich mache das in vollem Bewusstsein und auch in vollem Bewusstsein damit, dass es die Leute wie Sarah Bosetti ärgert. Und damit bin ich natürlich auch schon in dem, was Fechter halt in der Logik des Bürgerkriegs beschreibt. Ne? Wie gesagt, dem kann man sich nicht ganz entziehen, aber ich bin auf Krawall getrimmt, was das angeht. Sarah, nenn mir etwas, was nicht nur kein Kavaliersdelikt ist. Ich werde es tun. Wenn das da nicht irgendwie ist, keine Ahnung, geh mit dem Maschinengewehr ins Flüchtlingsheim oder so, sondern etwas, was ich mit meiner Moral ausmachen kann, dann werde ich das tun, einfach nur, weil es für dich so schlimm ist. Eingestuft ist, wo sie von Björn Höcke geführt wird, der für eine Reinigung Deutschland. Das ist auch jetzt der neue Frame, ne? Also er ist jetzt einfach der Anführer.
Er ist nicht mehr der Anführer in Thüringen, er ist einfach der Anführer. Das habe ich jetzt im Monitor neulich, ja, in dem Stolz-Monat-Beitrag wurde es genauso gesagt. Ich habe mehrere Artikel jetzt gelesen, wo es so dargestellt wurde. Also das ist die nächste Stufe des Aufdrehens bei der AfD. Mit noch mehr Rechtsextrem geht es ja quasi nicht. Also noch höher kann das ja gar nicht mehr gedreht werden. Jetzt kommt einfach nur, okay, Höcke, der maximal beschmutzte Mann von der AfD, der ist jetzt die AfD. Gut, welchen Move habt ihr danach noch? Also was ist euer Schachzug danach? Es geht ja immer noch weiter. Ihr bringt die Scheiße jetzt auch schon seit Monaten und es funktioniert auch nicht, liebe Sarah. Ja, das zu erwähnen ist Wählerbeschimpfung. Ich weiß von mir aus, wie überheblich, wie Tu es. Sarah, du redest da so drüber, als wenn du hier irgendwie die Atombombe gegen die AfD-Wähler zünden würdest. Wir finden das funny. Wir finden es lustig, wenn du dich darüber aufregst. Wir finden es lustig, wenn du dich in einen Pathos darüber quatschst, was für böse Menschen wir sind und wie furchtbar unser Verbrechen an dir ist. Wir finden das lustig. Ja, was heißt, ja, und ich sehe das, ich habe nicht diese selbe händeringende Wahrnehmung bei mir über Leute, die die SPD und die Linke wählen. Klar, die ärgern mich schon, aber ich denke mir eher, ich bin jetzt mittlerweile im Stadium angelangt, okay, wie können wir denen das Leben einfach schwer machen? Die sind nicht Teil unseres Clans, aber die besetzen unser Gebiet. Naja, so, also ich habe halt da eine Einstellung. Ich denke, ohne dass du dir grundlegend über Sachen Gedanken gemacht hast, kommst du nicht dazu, die Paria-Partei zu wählen. Bei der SPD, denke ich, da gibt es einen Haufen Leute, die sind im Endeffekt genauso wie wir, die wählen. Also wenn die sind nicht groß eingefleischt politisch, aber von der Grundeinstellung sind die exakt so wie wir. Und die wählen die halt, weil Papa die immer gewählt hat. Die wählen die, weil Arbeiter. Oder die wählen die, weil so ein bisschen Moderat mal machen. Und sie glauben halt, dass die AfD irgendeine Nazi-Sache ist. Die müssen nicht einmal feindlich eingestellt sein. Ich glaube, mit vielen von denen könnten wir einen wunderbaren Abend sogar mit politischen Themen verbringen. Ne? Das bezweifle ich auch nicht. Das Ding ist halt, also wenn wir in dieser Analogie bleiben, dann sind wir die Mafia und die andere Seite, die linken Politiker, sind der Staat. So, und die Normies sind halt die Bevölkerung. So, genau. Das Ding ist halt, Feind ist der Staat für die Mafia. Das ist schon klar. Genau. Aber die sind trotzdem nicht Teil des Clans. Die sind trotzdem nicht Teil klar. der Familie. Ne? Ja, klar. Es geht dann so weit, dass man sagt, viel Spaß noch, wenn ihnen dann etwas passiert unter den Umständen, die sie gewählt haben. Das sicherlich. Ja, ich würde sogar, das geht sogar noch weiter. Ich würde sogar sagen, also ich wäre jetzt kaltschnäuzig genug, mich an den Leuten zu bereichern, politisch gesehen, die nicht auf unserer Linie sind. Ne? Die sollen auf unsere Linie kommen, dann kriegen sie einen Teil des Kuchens. Ansonsten sind sie Beutegesellschaft. Wie sähe das dann aus, was meinst du mit politisch bereichern? Also ich würde steuern, wenn ich das regeln könnte, wenn ich da eine Linie sehe, die man gesetzlich auch durchsetzen könnte, würde ich Steuern so regulieren, dass unsere Leute darunter weniger leiden und die Leute, die uns nicht wählen, mehr. Ich meine, du könntest per Proxy alleine Sachen, die man sich vorstellen könnte, machen wir einfach auf so Soja oder so. Ja, sowas, genau. Ja, ja. Auf Elektrofahrzeuge, Riesensteuer drauf. Mündigend wäre es denn, Menschen, die die AfD wählen, nicht dafür zu beschimpfen? Sollen wir nur ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen, aber nicht ihre Handlungen? Das sind doch keine Kinder. Ich verstehe wirklich alle, denen das Rumgeeiere der Ampel auf die Nerven geht. Oder die nichts mehr lieben als ihre alte Gasheizung. Oder die sich von arroganten Weibern wie mir nicht erzählen lassen wollen, dass sie irgendwas falsch machen im Leben. Jetzt sind sie alle Sexisten, weil sie was anderes wählen, ne? Also, das ist bei ihr so drin. Also, Leute, die irgendeine andere Meinung sind, egal bei welchem Thema, sind generell erstmal dieser anderen Meinung, weil sie eine Frau ist. Das ist der Status quo. Etwas anderes muss erstmal bewiesen werden. Was soll das, die alte Gasheizung? Also, hat sich die Technologie jetzt geändert? Heizt man jetzt nicht mehr, indem man Dinge verbrennt? Ich weiß, es gibt jetzt Wärmepumpen, aber die werden auch damit betrieben, dass man scheiß Kohlekraftwerke Kohle verbrennt. Ja. Also es geht nun mal nicht anders. Ne? Ich will nochmal darauf hinweisen, dass diese Wärmepumpe, um die es gerade geht, die jetzt alle haben sollen, erfolglos versucht wird, einzubauen in die Grünenzentrale seit über 2 Jahren. Ja. So viel zur alten Gasheizung. Also, die funktioniert im Prinzip schon, aber ich habe auch schon viele Berichte gehört. Dann ist sie zu schwach oder zu klein skaliert und kriegt die Wohnung nicht richtig warm. Dann ist sie zu laut und dich ersticht irgendein afghanischer Nachbar, weil die das die ganze Zeit abwackt. Also, das ist passiert, das denkt er sich gerade nicht aus. nee, das ist passiert. Also, ich habe schon jetzt viele so betriebspraktische negative Erfahrungen davon mitnehmen können, durch die Medien zumindest. Das ist natürlich, müsste man sich mehr auseinandersetzen, aber ich sag mal, auch wenn man in der Wissenschaft arbeitet, es ist halt häufig so, dass das im Prinzip und theoretisch funktionierende Menge Dinge, ne? Aber wenn du dann das da alles mal implementieren sollst, dann werden diese Maschinen meistens so komplex und diese Abläufe so kompliziert, dass, ich weiß nicht, an 80 von 100 Tagen das Experiment nicht stattfinden kann, weil irgendwas in diesem komplexen Apparat defekt ist. Also, das ist jetzt einfach
formuliert, aber so kommt mir das auch mit der Wärmepumpe vor. Das war auch wieder so ein Fall, wo ich sagen würde, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand, der mir nahe steht, erstochen wird, weil die Wärmepumpe, die er sich einbauen musste, zu laut war. Ja. Ich komme als vollkostümierter Clown zur Beerdigung. Ich werde da nicht irgendwie, keine Ahnung, Grimassen schneiden oder irgendwas. Ich werde einfach nur trauern als vollkostümierter Clown. Verstehe ich alles. Aber deshalb kann man doch keine Faschisten wählen. Ich verstehe auch alle, die keinen Bock aufs Gendern haben. Sogar mich nervt das Thema ja schon. Aber das liegt halt daran, dass AfD und Union ständig übers Gendern reden. Sonst hätten wir das längst klären können. Von mir klären können, ja, so, während, ja, klären während können. Mehr als 80% der Deutschen dagegen sind. Wie hättet ihr das geklärt? Jetzt ist es einfach gemacht. Jetzt ist es einfach allen aufoktroyiert. Wie wir's ja, also wir sehen es ja sogar schon mit der bösen CDU und AfD, die noch was dagegen sagt, die den Schneid hat, noch irgendwas dagegen zu sagen. Es wird ja jetzt schon gezwungen an den Schulen und vor allem an den Universitäten wird gezwungen zu gendern mit Punktabzug. Währenddessen wird man fair gegendert in irgendwelchen Interviews im Sinne von die gendern Sachen, die du gesagt hast einfach. Und ihr gendert uns die ganze Zeit voll, was auch schon ein relativ übergriffiger Akt ist. Ne? Sprache in deinem Kopf ist plastisch. Insofern, wenn du die ganze Zeit, also ich habe auch schon mal aus Versehen Studierende gesagt. Ne? Das ist passiert, weil ihr mich damit beackert habt. Mir aus, klären wir es jetzt schnell. Dann muss wenigstens deshalb niemand mehr demokratiefeindliche Parteien wählen. Also ja, du räumst das Feld, scheiß aufs Gendern, weg mit dem Gendern. Das Gendern soll verschwinden aus den Behörden, aus den Universitäten und aus den Medien, ja? So viel gibst du uns? Also reicht doch nicht, Sarah, ne? Wir wollen, dass die Migranten verschwinden, wir wollen die Frauenquoten weg, wir wollen das Grundkonstrukt des Feminismus weg. Ja, wir wollen auch die Universitäten haben. Also ich weiß nicht, ob man sie ganz abschaffen muss, aber eine grundlegende Reform muss da auch durchgeführt werden. Von uns. Ihr habt da nichts zu sagen, also so wäre der Idealzustand. Ja, wir wollen euch exakt da, wo wir waren, 2012. Da wollen wir euch. Unter unserem Schuh. Ne? So wie wir unter eurem gesteckt haben. Und langsam aus diesem ausbrechen. Wir gendern einfach nicht. Wir nennen immer nur ein Geschlecht, dann gibt's auch keinen Stress. Das ist so schwach, das wirkt so schwach. Ne? Ich würde nie so ein Video veröffentlichen. Oh, ein linker Erfolg, okay, alles klar. Mit Remigration lassen wir jetzt sein. Muss nicht sein. Deshalb, sie hat wirklich Panik, sie hat Angst. Nachdem nun sehr lange die Männer dran waren, erscheint es mir nur fair, wenn wir die Nächsten sagen werden. Das Ding ist halt folgendes, Sarah. Es liegt nicht wirklich am Gender, das Gendern ist mehr ein Symbol. Klar, auch das ist grotesk und lächerlich und so weiter, aber das Gendern alleine ist nichts, was irgendwen politisch dazu bewegt, irgendwas zu machen. Es ist die gesamte politische Ideologie, für die es steht. Es sind die offenen Grenzen, es ist die Gleichmacherei der Geschlechter, es ist die Trans-Ideologie, es ist der Feminismus. All das verbinden wir damit und wir verachten all diese Ideologien und all diese Standpunkte. Ja. 100 Jahre nur die weibliche Form nennen und in den 100 Jahren danach sprechen wir nur die Gender-Sternlücke, die für alle nicht-binären Personen gedacht ist. Es wird dann Weißt du, was wir machen, Sarah? Wir benutzen das generische Maskulinum und du hältst die Klappe. So. Also, wir machen das, weil wir das so wollen. Weil wir das besser finden und weil das unsere Art ist, wie wir die Sprache handhaben wollen. Und wenn wir es durchsetzen können, werden wir es tun. Wir machen das nicht fair verteilt und gleich verteilt, wir machen es genauso, wie wir es wollen. Ja, so ist es. Du wirst entlassen an der Pennykasse, sobald du da arbeiten musst, damit du überhaupt noch etwas zu essen hast, wenn du da gegenderte Sprache verwendest. Sehr schweigsames Jahrhundert, ist doch auch mal ganz schön. Und dann sind wieder die Männer dran. So, Problem gelöst. Wenn jetzt noch Christoph Ploss von der CDU endlich ein neues Thema findet, müssen wir nie wieder übers Gendern reden. Aber zurück zur Schuldfrage. Wenn Deutschland tut, was momentan viele EU-Länder so schön vormachen, nämlich RechtspopulistInnen an die Macht zu bringen, dann sind wir alle schuld. Aber wir können ja ruhig auch mal anerkennen, dass es ein schwieriger Kampf ist. Da ist auf der einen Seite... Das musstet ihr vor ein paar Jahren noch nicht anerkennen, liebe Sarah. Da hat sich irgendwas getan. Irgendwas ist anders. Der zündelnde Vor ein paar Jahren musstet ihr nur so tun, als sei es ein schwieriger Kampf. Jetzt ist es einer. Ja, jetzt habt ihr Panik. Und jetzt kommt ihr mit... Okay, dann lassen wir das Gendern eben. Populismus, der einfache... Ich weiß nicht, wie viel Panik die wirklich haben. Also klar, ein bisschen schon, aber... Die halten halt immer noch eine Menge Macht. Ich will die mal wirklich ausrasten sehen, wenn wir mal wirklich eine Institution in diesem Land besitzen. Also wenn es klar ist, oh, die Universität oder von mir aus, was weiß ich, oh, die Polizei, die macht jetzt aber hier deutlich rechtes Wort. Also so ein bisschen wie in Frankreich, nur auf Level 10 gedreht. Dann werden sie kommen mit Verbieten. Also dann wird eine Bosetti alles versuchen, was in ihrer Macht steht, um Druck auszuüben, dass die AfD tatsächlich verboten wird. Also dann wird die Eskalationsstufe erreicht sein. Und mit der auch viel Spaß. Ja, richtig. Aber ich sag mal, besitzen wir eine Institution,
das klingt für mich dann schon eher nach Bürgerkrieg, weil dann, du kannst ja nicht einfach die Institution abschaffen. Ich meine, was willst du machen? Die Polizei abschaffen? Die Polizei, also, und das alles dem grundlegende Reformen durchführen, dafür brauchst du eine gewisse Machtfülle, die dann offensichtlich nicht mehr vorhanden ist. Ich meine, so gleiten Gesellschaften in Krisenzeiten, ne? Ja. Sehr bequeme Scheinlösungen für komplexe Probleme anbietet, der jeden Scheiß erzählen kann, der überhaupt kein Problem damit hat, den ganzen Laden, der sich Demokratie nennt, in Brand zu stecken und der sich nicht mit so nervigen... Ja, wir stecken die Gesellschaft, die ihr euch geschaffen habt, um euch da wie die Made im Speck zu ernähren und euch gegenseitig alles zuzuschachern, die stecken wir in Brand. Das ist vollkommen korrekt. Das System, das ihr da geschaffen habt, das wenig zu tun hat mit Demokratie, die Aushöhlung der Demokratie, die ihr vorgenommen habt, die stecken wir in Brand. Und ihr rennt schreiend raus. Ihr habt zu viele Sündenböcke am Leben gelassen. Ne? Es gibt zu viele. Ja, ich meine, der Punkt ist, dieses Sündenbock-Ding, das funktioniert halt nur, wenn die Leute und die Böcke im Anschluss dann auch wirklich weg sind. Ne? Du kannst die nicht sammeln. Für immer. Ich meine, das sagt Fechter explizit auch, dadurch, dass wir in unserer moderierten Postmoderne weitgehend darauf verzichten, den Sündenbock die Kehle durchzuschneiden, wie es in der Antike gemacht wurde, haben die halt eine Chance, sich zu reorganisieren. Also, das erwähnt das explizit. Dadurch, dass wir das physische Element aus unserer Welt ausgeschaltet haben, hat diese Strategie eine bedeutende Schwäche bekommen. Ich muss an den Film Der große Diktator denken, wo dann dieser Typ, der immer alle hat hinrichten lassen, in diese Bar kommt, irgendwie in New York oder so, in der er dann alle Leute findet, die er eigentlich hatte hinrichten lassen. Ne? Die all da gesammelt wurden quasi. Ja, richtig. Nuklear Nadal und wie sie alle hießen, ja. Wie Anstand, Skrupel oder Realitätsbezug aufhalten muss. Und auf der anderen Seite sind da viele Menschen, Akteurinnen und Parteien, die sich zwar auf die Demokratie einigen können, sonst aber auf so ziemlich gar nichts, die natürlich gegen den Was zum Teufel laberst du? Wie gesagt, wir haben im Grundsatz die AfD und zwei weitere Parteien. Wir haben die FDP und die CDU, also die, wir machen alles, wir gehen den Grundkurs mit, den Grüne vorgeben, aber wollen dabei etwas bremsen, Partei. Und dann haben wir die Grünen. Und die Grünen haben drei verschiedene Farben. Das sind die beiden Blöcke, die es noch gibt, außer der AfD, die sich nie auf etwas einigen können. Welchen substanziellen Richtungsstreit gibt es denn? Es gibt überhaupt keinen Richtungsstreit, auch nicht in der Regierung. Es gibt nur einen Tempostreit. Und der Tempostreit sieht so aus, dass die FDP mal leise sagt, könnt ihr vielleicht ein bisschen langsamer? Und dann die Grünen, halt die So sieht der Tempostreit aus. Faschismus sind, aber halt auch gegeneinander, die eigene Machtinteressen verfolgen, die entweder viel komplizierter, elitärer, ungemütlicher und nerviger sind als alles, was der Populismus verspricht. Oder die man manchmal kaum von den Populisten unterscheiden kann. Sag doch erstmal, was du überhaupt meinst. Also, es wird wieder alles so generell umschrieben. Geht es jetzt um den Greichenclan? Ist das der Punkt? Ja, das sah scheiße aus. Aber das ist nicht der Grund. Der Greichenclan war eine kleine Kirsche obendrauf. Es ist nicht der Kuchen, aus dem die Leute sich entschieden haben, die AfD zu wählen. Der Kuchen ist, das ist langsam, dass der Wahnsinn, die geisteskranke Politik, die ihr seit Jahren betreibt, langsam direkt an ihre Substanz geht. Dass die Leute spüren, wie sich ihr Leben verschlechtert. Weil sie so beschäftigt damit sind, sich von allem linksgrün Versifften abzugrenzen, dass sie für ihre Brandmauer nach rechts nur noch klapprige Worthülsen übrig haben. Merz ist wieder schuld. Merz will nicht, dass die AfD gewählt wird. Das muss ja wahr sein. Auch wenn sein Verhalten diesen Satz fast unglaubwürdig macht. Meinst du, eine Sarah Bosetti glaubt selber wirklich in ihrem Herzen? Dass Merz heimlich will, dass die Leute die AfD wählen? Ja, nicht mal will. Nur, dass ein Merz dafür verantwortlicher wäre als die Regierung. Glaubt die das? Also, das ist halt Irrsinn. Ich denke, was sie ihm wirklich bezwecken will, ist natürlich, dass alle auf Linie bleiben. Wie gesagt, ne, früher haben wir Gott zufriedenstellen können mit unserem Opfer. Wenn es jetzt nicht mehr klappt, müssen wir mehr opfern. Also aztekische Logik, die gute. Er will selbst gewählt werden. Sarah Wagenknecht will nicht, dass die AfD gewählt wird. Auch wenn sie kein riesiges Problem damit zu haben scheint, sich von ihr feiern zu lassen. Auch sie will selbst gewählt werden. Der Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer schreibt, er würde sich lieber den Arm abhacken lassen. Junge, was ein kleiner Kack. Guck dir die erbärmliche kleine Wurst an. Wie er buckelt vor ihnen. Er würde sich. Okay, folgende Frage. Würdest du lieber die Grünen wählen? Es gibt noch zwei Kreuze, die du machen kannst. Bei den Grünen oder bei der AfD. Das ist nämlich die reale Situation. Wo machst du dann dein Kreuz?
Daran werden wir festmachen, ob du einer mit einem Gehirn im Kopf bist oder einer vom Feind. Als sein Kreuzchen bei der AfD zu machen. Ich will ihm das glauben, auch wenn ich seine Arbeit dann nicht verstehe. Und zwar nicht... Das ist auch lustig, diese Beziehung, die dann ein Fleischhauer, ne, also der Typ, der immer wieder irgendwelche kleinen kernigen Artikel, über die sie sich aufregen, da schreibt, der ja eigentlich auch ein ganz böser ist in ihrer Weltsicht, zu einer Bosetti hat. Ne? Ich will dir ja glauben, er sagt den Leuten, also eine Bosetti, die würde auch einen Fleischhauer an eine Laterne hängen. Da kann er Gift drauf nehmen. Der Fleischhauer kriecht dann vor der Bosetti rum und sagt, glaub mir, ich bin kein ganz Böser, ich würde mir lieber den Arm abhacken, als die ganz Bösen zu wählen. Und eine Bosetti sagt dann, ich will dir ja glauben, Jan. Ich will dir ja glauben. Nicht, weil ich keine anderen politischen Meinungen aushalten würde. Es geht um dieses absichtliche Missverstehen im gesellschaftlichen Diskurs, um das eigene Feindbild nicht überdenken zu müssen. Dieses ewige aus dem Kontext reißen, das... Das Feindbild auch von einem Fleischhauer muss doch nach dieser Darstellung die AfD sein. Also wie viel feindbildiger kann es werden, als wenn du dir lieber den Arm abhacken würdest und dich damit dann einschleimst bei deinem Feindbild? Hä? Ja, ich meine, es ist halt, ich meine, warum macht der Fleischhauer das, ne? Ich glaube, ich muss die Kaplakenwerbung tatsächlich vor dieses Video hier bringen, weil ich habe noch ein anderes gelesen von Benedikt Kaiser, die Partei und ihr Vorfeld, und er schreibt halt, bereits 1979 hat Armin Mohler das, genau das beobachtet. Es ist halt das ewige Bedürfnis von Leuten wie Fleischhauer, von den Liberalkonservativen, dass sie vor der Gesellschaft als etwas gelten wollen, dass sie einen Job beim Fokus haben wollen und früher vielleicht beim Spiegel, das konnte er nicht halten, dass ihnen immer mehr zählt als die ideologische Position und was sie immer zwingt, dass sie letztlich die Rechten mehr bekämpfen, also dass diese moderaten Rechten die Rechten mehr bekämpfen als die Linken. Ich meine, der hat ja nicht geschrieben, der hat in keinem seiner Beiträge geschrieben, er würde sich eher den Arm abhacken wahrscheinlich, als die Linke zu wählen oder als die Grünen zu wählen, sondern er hat es explizit über die AfD geschrieben, obwohl er selbst in der öffentlichen Position als Rechter wahrgenommen wird oder als Liberalkonservativer oder Konservativer oder was auch immer. Und halt diese völlig entstellte, unlogische Position, die wir hier seit 50 Jahren betreiben, ja, die ist Grund dafür, dass hier alles so den Bach runtergeht. Obwohl laut Bosetti die Bosettis dieser Welt sein Feindbild wären, ne? Ja, ja. Das Framing. Klar, also dass sie das nicht erkennen kann oder nicht erkennen will, dass sie die vollkommene Kontrolle über diesen Mann hat. Das ist, ich weiß nicht, ist das traurig? Ist das mangelnde Erkenntnis? Ist das Strategie? Also ich glaube, sie salzt gerade auch darüber rum, dass er ihr halt diesen Blinddarm-Vergleich angekreidet hat. Ne? Ich glaube, deswegen ist sie gerade von wegen, oh, aus dem Kontext gerissen. Und, oh. Was ist das? Also er sagt auf der einen Seite, also das mit dem Blinddarm, das ist ja jetzt nicht so schön, aber die AfD, da würde ich mir die Hand abhacken, als sie zu wählen. Ich meine, das eine ist die stärkere Aussage als das andere. Ich habe den Blinddarm-Artikel jetzt nicht gelesen, aber wird da was abgehackt? Denn wenn nicht diese Worte gewählt wurden, dann ist die rhetorische Eskalation auf der anderen Seite schlimmer. Ja, und vor allem, wir reden hier ja über zwei, auch von der anderen Seite, völlig unterschiedliche Eskalationsstufen. Ne? Wir reden einmal über eine Partei und dann reden wir darüber, dass wir 20% der Deutschen als ein krankheitsbefallenes Körperteil bezeichnen, das herausgeschnitten werden sollte. Also, ja. Das gewollte... Das ist übrigens, ja, ich meine, das ist auch so ein Erkenntnismerkmal von vorbürgerkriegsähnlichen und Bürgerkriegszuständen, dass die angenommene innere moralische Verkommenheit eines Subjekts durch die äußere Hässlichkeit bestätigt werden muss. Und deswegen fängt man an, von Parasiten zu reden, ja, und von Blinddarm und all sowas. Ja, absolut, absolut. Sarahs Gehirn hat damals schon den Schritt gemacht, der notwendig war zur Vorbereitung davon, wenn dann Blut fließt, ne, während Corona. Das hat sie in den Modus gebracht. In den Büchern hier stehen auch ein paar Beispiele für, wie man Thilo Sarrazin genannt hat. Irgendwie eine ich weiß nicht, lispelnde, zuckende Menschengestalt. Also halt halb Insekt, halb Schlange, halb Mensch oder sowas. Ne? Also drei Hälften, ja. Versetzen der konstruktiven Debatte, das Fleischhauer zusammen mit seinen Kollegen Poschert, Reichelt, Reitschuster und so weiter betreibt. Denn das schwächt die Demokratie und es stärkt den Populismus. Die Frage ist nicht, ob Merz... Dass nicht einfach alle Medien komplett auf Linie sind mit Regierungskurs, das schwächt die Demokratie. Das darf es nicht geben, das ist scheiße. Oder Fleischhauer... Der Reichelt, der hätte einfach, nachdem er da weggeputscht wurde mit einem gefakten Skandal über irgendein Sexverbrechen, der hätte einfach nur in der Versenkung verschwinden sollen, so wie das gewünscht war von uns. Wollen, wurde das?
AfD an die Macht kommt. Natürlich wollen die das nicht. Die Frage ist... Moment mal, aber wurde der Fleischhauer wegen sowas geputscht? Das war doch der... Nee, der Reichelt, habe ich nicht Reichelt gesagt? Der Reichelt, ich vielleicht habe ich es ja falsch verstanden. Ja, genau. Sie kam nämlich auch gerade damit Reichelt. Und also das ist das Problem. Ne? Der hätte einfach mal in der Versenkung bleiben sollen. Deswegen haben wir ihn ja weggeputscht. Also, was soll das? Ob ihm wichtig genug ist, dass sie nicht an die Macht kommt. Und das gilt für uns. Ist eure Loyalität wirklich, wirklich so stark zu uns, eurem Feindbild in Anführungszeichen, wie ihr uns das sagt? Sie will dafür jetzt einen Beweis haben von Fleischhauer. Ist halt unglaublich, was hier abgeht. Für alle, die die Wiederkehr des Faschismus verhindern wollen. Es ist nicht nur keine Option, eine faschistische Partei zu wählen. Es ist auch keine Option, nicht zu wählen. Und es ist mit Sicherheit keine Option, seine Wie gesagt, wenn du das glauben würdest, dann hätten wir gerade 8 Minuten lang eine Verbotsforderung gehört. Wenn du wirklich glauben würdest, sie wäre eine faschistische Partei, ist halt ein geflügeltes Wort für alle eure Feinde geworden. Gesamte berufliche Schaffenskraft darauf zu verwenden, wegen Nichtigkeiten Empörungen und Ressentiments zu schüren und das gesellschaftliche Forum so lange mit Shit zu flooden, um das mal in gutem Deutsch auszudrücken, bis einfach niemand mehr vernünftig miteinander reden kann. Es muss bei allen Differenzen eine gemeinsame... Diese scheiß Missinformation, das geht mir so auf den Sack. Ich habe das jetzt schon 1000 Mal gehört und trotzdem... Wann trifft man denn mal wirklich diese Missinformation? Wann hatten wir jemals einen politischen Skandal in diesem Land in den letzten 10 Jahren, wo tatsächlich Missinformation breit gestreut wurde, von den Leuten geglaubt wurde und dann aufgrund dieser Tatsache eine falsche Entscheidung getroffen wurde? Guck dir an, womit sich die Faktenchecker beschäftigen den ganzen Tag, ne? Mit was für einer Scheiße. Ja, für gewöhnlich ist das doch einfach Snicklink, macht irgendein Video, bei dem die Boomer nicht schnallen, wo es herkommt. Und nach 5 Minuten hat sich der Schabernack aufgelöst. Genau, Tichys Einblick macht einen Artikel über irgendwas, was euch nicht schmeckt, so wie beispielsweise damals, dass die Migranten die Intensivstationen dominieren während Corona, ne? Was halt darauf hindeutete, wie gesagt, die ganzen Probleme mit Großfamilien und sie kacken auf die Regeln und so weiter. Da macht ihr einen Faktencheck darüber, dass das falsch ist, weil es dazu keine offiziellen Statistiken gibt, was Tichys Einblick nicht behauptet hat, sondern sich bezogen hat auf ein Gespräch von verschiedenen Chefärzten von Lungenkliniken, ne? Das ist ungefähr das Level. Und danach wurde es auch noch statistisch übrigens bestätigt. Gemeinsamen Kampf aller Demokratinnen für die Demokratie geben. Das heißt zum Beispiel... Ja, es muss, was sie dann meint ist, es muss von uns und unseren kleinen Bitches, die ein bisschen so tun, als würden sie uns bekämpfen, ein klares Bekenntnis dazu geben, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass am Ende vom Tag, was eine Bosetti will, gemacht wird. Und zwar ja, immer. Ja, und streiten kann man sich nur darüber, ob dieses Jahr oder nächstes. Ja, es muss die Meinungseinheit entstehen, ne? Es ist, wie ich glaube, in der DDR durften ja auch sogar noch ein paar andere Parteien außerhalb der SED bestehen, aber die durften halt keine andere Meinung als die SED haben. Dass wenn die CDU wie letzte Woche bei Frau Pechstein dafür kritisiert wird, dass sie die Gewaltenteilung missachtet, um eine Polizeiuniform für sich sprechen zu lassen. Was für eine Chuzpe, ne? Diese Leute haben, dass sie mit dieser Scheiße kommen, während Polizeiwagen rumfahren mit einer scheiß Regenbogenflagge drauf, Polizisten an ihrer Uniform eine progressive Regenbogenflagge haben und so weiter und so fort. Es ist halt unglaublich. Du als Journalist Jan Fleischhauer nicht deine nächsten Tage damit verschwendest, ähnliche Verfehlungen anderer Parteien rauszusuchen, um irgendwie kontern zu können und damit sowas Luschigem aufwartest wie die SPD hat schon mal der Feuerwehr gedankt, wo ist der Aufschrei? Die SPD hat schon mal der Feuerwehr. Was ist denn das hier? Warte, erstmal, hast du vor Augen, wovon sie überhaupt redet bei dieser Gewaltenteilung? Nein. Ich auch nicht. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Also etwas Unbekanntes wird hier verglichen mit einem SPD-Wahlplakat mit der Feuerwehr. Also die Feuerwehr stellt sich auf ein Wahlplakat der SPD. Ich glaube, das fändst du nicht so funny mit der AfD. Ich glaube, du würdest, also wenn das mit der AfD passieren würde, ne, du würdest dermaßen am Rad drehen, das wäre ein Tabubruch, von dem wir noch in 2 Jahren hören würden. Als hätte die Feuerwehr irgendwas mit Gewaltenteilung zu tun und als sei das überhaupt in irgendeiner Form vergleichbar oder ähnlich schlimm. Wenn die CDU die Gewaltenteilung missachtet und du als Journalist das verharmlost, weil sie dir politisch nahesteht, dann stellst du in dem... Sie kann auch nur eigentlich ihre eigenen Kack... Also was sie gerade macht, AfD hat einen Wahlerfolg eingefahren. Ihre Reaktion ist, okay, ich nehme jetzt meine kleine Bitch und prügel die Scheiße aus dir raus.
ist halt, das ist der Prügelknabe, ne? Der kann einfach jetzt reingebracht werden und der kriegt jetzt ordentlich auf die Fresse. Ne? Das ist halt im Endeffekt fast eine Art Abreagieren einfach, weil Sarah nichts anderes zu tun findet. Ne? Was soll sie sonst machen? Sie hat über die AfD schon alles gesagt, was man an missbräuchlichen Sachen sagen könnte. Also was Neues soll da noch kommen? Bosetti verteilt im Pimpslab. Moment, deine politischen Überzeugungen über den Schutz der Demokratie. Es gibt in der öffentlichen politischen Debatte, die wir hier führen, zu viele Leute. Wir reden hier gar nicht mehr bei der AfD von Politik. Das sind keine politischen Differenzen mehr. Ob hier Mbuktu und Ali in 3,5-millionenfacher Ausführung seit 2015 reinkommen und bleiben sollen und immer mehr geholt werden sollen, das ist nicht mehr politisch, das ist die Demokratie. Darüber kann man nicht reden. Das kann man nicht ankratzen. Ansonsten kratzt man halt an der Demokratie und die politischen Einstellungen, die dürfen nie darüber reden, stehen. Alter. Die jeden Morgen aufwachen, die Welt anschauen und denken, wie kann ich das, was seit gestern passiert ist, so drehen, dass ich damit den anderen eins reinwürgen kann. Und das ist buchstäblich, was du machst. Die haben viel mehr einen Punkt als du, wenn sie sagen, dass die ihren Woken daran schuld sind. Ne? Ich finde es nur gut, also das, woran sie schuld sind, da tut ihr ein gutes Werk. Deswegen bin ich nicht damit beschäftigt, euch das irgendwie 24/7 reinzureiben, weil ihr da tatsächlich mal etwas Gutes tut mit eurem Wahnsinn. Und das ist das Problem. Und wenn ihr euch jetzt darüber streiten wollt, ob die linksgrünen Versifften das nicht genauso machen, von mir aus, streiten wir darüber. Solange wir uns darauf einigen können, dass das ein Problem ist. Natürlich passiert das auch andersrum. Wenn die Journalistin solange wir uns darüber einigen können, dass das ein Problem ist. Also das ist ja ihr Punkt. Also sie will sogar eingestehen, dass das alle machen, aber dass es ein Problem ist. Ja, aber Frau Bosetti, liegt da nicht die Vermutung nahe, dass das ein Problem, das immanent zur Demokratie gehört ist. Dass das irgendwas damit zu tun hat, also mit dem Art und Weise zu tun hat, wie wir hier unser politisches System organisiert haben. Aber daran will sie ja nicht die geringste Kritik aufkommen lassen. Also ich meine, wenn wir hier über die Grundlagen der Systemorganisation der Demokratie reden, dann darf es bei ihr nur dahin gehen, dass wir hier bald 80% Steuern zahlen für den Sozialstaat. Ich meine, grundlegende Kritik ist doch überhaupt nicht gewünscht. Nirgendwo. Ich habe die noch nirgendwo gesehen, dass mal in irgendeiner Talkshow sich jemand hingesetzt hätte und ernsthaft gesagt hätte, okay, wir müssen hier darüber mal nachdenken, ob das demokratische System, so wie wir es jetzt haben, in dieser Form... Vielleicht in eine Richtung wäre das sagbar. Und zwar in die, dass die Existenz einer Partei wie der AfD diese Fragen aufwirft. Und zwar in die Richtung, dass die nicht einfach wegverboten wird und gut ist. Und da müssen wir vielleicht noch stellschrauben. Die Klimakrise halt so schlimm ist, dass man hier besser eine Diktatur bräuchte und direkt... Ich will etwas so Linksextremes, dass das nicht mehr machbar ist in unserem System. Deswegen muss das nochmal angepasst werden. Ja. Ja, aber ich meine, ich meine jetzt nicht solche groben Schläge zu sagen, wir haben hier ein Riesenproblem, wir brauchen die Diktatur. Also, ja, das ist jetzt nicht die Kritik, die ich meine. Ich meine detailliertere Kritik. Ich will nicht das ganze System sofort über den Haufen werfen. Es gibt ja auch ein paar Aspekte, die gar nicht so schlecht funktionieren. Man müsste halt genauer gucken, was man ändern kann, ob man es überhaupt ändern kann. Man müsste mal viel über die Medien reden und wie viel Einfluss die haben und ob man die regulieren könnte. Erste oder müsste, Stellschraube, aber, bei der wir auch ziemlich gut im Sattel sitzen. Also das ist im Overton-Fenster absolut möglich, der Bevölkerung auf jeden Fall, weil das ist halt mehr Demokratie. Das ist schwer, das für antidemokratisch zu erklären. Wäre halt einfach Volksabstimmung. Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild über wichtige Sachen, denn da können sie nicht manipulieren, aber sie können weniger medial manipulieren. Wenn es eine konkrete Frage gibt, dann ist das nicht so indirekt, wie wenn ich eine Partei wähle, bei der sowieso 90% der Leute nur ein Grundgefühl wählen, das ihnen im Fernsehen verkauft wurde. Ja, ich habe keine Ahnung, ob Volksabstimmungen tatsächlich die Lage verbessern würden, aber allein dadurch, dass wir sie einführen könnten, würden oder diskutieren würden, würden wir schon mal Diskussionen über das System und seine Veränderbarkeit an sich anstoßen. Und das befürworte ich sehr. Also ich bin davon vollkommen überzeugt. Und zwar einfach aus dem Grund, dass alle rechter sind, als sie wählen. Wahrscheinlich wären dann alle immer noch rechter, selbst als sie bei diesen Volksabstimmungen wählen. Aber alle wären nicht so viel rechter in Wirklichkeit, als die Partei, die sie wählen. Weil nicht nur sind alle rechter als die Partei, die sie wählen, alle halten die Partei, die sie wählen, für rechter, als sie ist. Ne? Deswegen wählen sie die auch. Die Parteien sind nicht als so linksextrem konnotiert, wie sie sind. Ich sehe das Argument. Ich meine, es gibt so gewisse Aspekte der Politik, in der die Bevölkerung relativ basiert ist und stabil basiert ist und sich nichts anderes einreden lässt. Zum Beispiel Migration. Also die Leute wollen keine Migration. Selbst viele Linke wollen keine Migration. Auf jeden Fall jetzt. Jetzt, wo sie gesehen haben, wie das aussieht. Die Linken, die wollten das vorher. Jetzt haben sie gesehen, wie das ist. Also ich glaube,
selbst wenn man sie gemessen hätte bei ihrer persönlichen Einstellung im direkten Umfeld, hätten auch viele, die jetzt nicht linksideologisch sind, sondern einfach nur eine linke Partei wählen, eher Nein gesagt. Also es gibt dazu auch schon Beobachtungen. Auf der anderen Seite, es gibt auch Politikfelder, die lassen sich stark medial und gesellschaftlich beeinflussen. Also zum Beispiel am Anfang der 90er, wenn man da die Leute in Amerika gefragt hätte, wie viele von euch finden Homosexualität gut, wie viele wollten von euch, dass ihre Tochter einen Schwarzen heiratet oder sowas, da waren sehr geringe Zustimmungsraten. Und heute sind diese Zustimmungsraten sehr hoch. Nun, eigentlich, also was hat sich geändert? Das ist halt ein medialer Push gewesen. Und, der und hat dann wäre die Frage nochmal, also gesellschaftliche Stimmung geändert. Ja, und wenn man es dann nochmal so machen würde, dass auch das direkter dann ist, im Sinne von, danach sage ich, okay, hier ist Mbuktu aus Ghana, stell den doch mal deiner Tochter vor, ich weiß nicht, ob das dann noch gemacht würde, ne? Ja, wie gesagt, ich bin skeptisch im Sinne von, ich weiß es wirklich nicht, was, ich stehe dieser Frage sehr offen und zweifelnd gegenüber, was durch Volksentscheide verbessert oder verschlechtert würde, aber ja, dass es eine Veränderung braucht, das ist ja klar, dass sich das System, was wir jetzt haben, in 500 Jahren oder auch nur in 100 Jahren wahrscheinlich nicht so wiederfinden wird. Ich glaube, wer zweifelt daran? Ich meine, die Volksabstimmung wird es ja auch direkter machen in dem Sinne, dass wenn alleine wir ein Gesetz machen, dass jedes Asylheim in der Region zur Volksabstimmung gebracht werden muss, ne, dann würden die einfach immer wieder hin und her geschoben. Das wäre einfach nur, okay, wollt ihr ein Asyl haben? Nein, wollen wir nicht. Okay, wollt ihr eins? Nein, wollen wir auch nicht. Okay, wollt ihr es haben? Nein, wollen wir auch nicht. Ja, genau, aber dann sehe ich halt andere Effekte wieder aufkommen. Sobald das mal etabliert ist, bleibt ja nicht so. So, das heißt, irgendwer wird dann versuchen, um die Macht der Volksentscheide wieder einzuschränken, wird er die Macht des Bundesverfassungsgerichts und sowas wieder steigern. Und dann spricht das halt ein Machtwort sozusagen, ist verpflichtet und die Abstimmung darf nur einmal stattfinden in so und so der Zeit und ihr seid ja noch mit der Menschenwürde etc. etc. Es würde halt versucht werden, an irgendeiner Stelle wieder... Ja, das stimmt, sicher. Ja, aber das ist ja kein Problem. Das ist ja eher ein Problem des umgebenden Systems als der Volksabstimmung. Also, wenn das irgendwie so festgeschrieben wäre im Sinne von, es gibt da keine Grenze, die Leute können über alles abstimmen, was sie wollen, da musst du dann auch irgendwie, keine Ahnung, wie in der Schweiz so eine Petition machen und du hast dann irgendwie 80.000 Unterschriften oder keine Ahnung, wie viele du brauchst, ne? Wenn du die Unterschriften hast, dann kannst du es einbringen und das wird dann zur Abstimmung gebracht und daran wird sich gehalten. Also, ich glaube, das würde schon für Gutes sorgen. Ja, ich denke einfach nicht, dass es so passieren würde, weil eben, wenn solche Fälle dann vorkommen, würden dann politische Kräfte freigesetzt, die Lage wieder ändern. Ich denke einfach, das mag gute Aspekte mit sich bringen, aber das politische System darum herum würde nicht statisch werden und es würde sich in einer Weise verändern, dass es a. die Macht der Volksentscheide wieder eindämmt und b. möglicherweise zu Instabilitäten sorgt, die das Ganze wieder über den Haufen werfen. Also, ich bin skeptisch. Die Rote Armee mit der RAF verwechselt, kann man auch einfach mal sagen, oh, da hat sie sich wohl versprochen, anstatt tagelang Twitter brennen zu lassen, bloß weil sie die Ehefrau von Christian Lindner ist. Es muss einen gemeinsamen Kampf aller Demokratinnen für die Demokratie geben. Und Sonneberg hat gezeigt, dass das geht, auch wenn es nicht gereicht hat, weil es viel zu punktuell war. Alle demokratischen Parteien haben sich vor der Stichwahl für den CDU-Kandidaten ausgesprochen. Und eine einzige Partei war stärker als alle anderen zusammen. Und wo wir bei Christian Lindner sind, den ich ja nur sehr selten lobe, der hat beim Bürgerdialog in Weimar das hier gesagt. Das größte Standortrisiko für Ostdeutschland ist die AfD. Niemand, der, ich sage mal, aus sozialpolitischen Gründen sagt, ich bin nicht zufrieden mit der gegenwärtigen Politik, muss AfD wählen. Es tut mir in der Seele weh, es zu sagen, aber im Notfall könnte man noch die Linkspartei wählen. Sehr schön, dass ihr das so sehr aufgeladen habt, denn damit haben wir einen symbolischen Sieg auch noch gegen die Bundesebene der Politik. Lindner besiegt. Lindner unterliegt Sesselmann in Sonneberg. Und zu dem Punkt, also mit dem Standort, was zum Vorfeld. Ja, ja, klar, klar. Oh nee, da will ich meine Firma nicht aufmachen. Wieso? Da regiert die AfD. Also, ja, da sind ja keine Tumus auf der Straße. Ja, also. Genau, um das zu verhindern, wird man dann nach China gehen, wie das Chemieunternehmen jetzt alle tun, weil es da so fair und gerecht und demokratisch abläuft, ne? Ja, und die grüne Energie, also die schöne grüne Energie. Die grüne Energie. Aber da wird man nicht im Notfall. Und das brauchen wir, ein Grundverständnis dafür, wer die aktuell größte Gefahr. Das brauchen wir. Wir brauchen, dass eine Bosetti pfeifen muss und ihre kleinen Kacks kommen sofort gerannt. Und wir brauchen übrigens auch, dass ihre kleinen Kacks aufhören, irgendetwas an einer Bosetti zu kritisieren. Das brauchen wir auch. Ja. Für die Demokratie ist. Und ein gerade für die Demokratie brauchen wir, dass Christian Lindner
Mitglied der liberalen Partei, in Anführungsstrichen, wenn es irgendwie ein bisschen Probleme gibt, sagt er, man kann auch der Linke wählen. Über Parteigrenzen hinweg gegen. Ich meine, der wirtschaftsliberalen Partei, ne? Ja, die wir brauchen den Anführer der wirtschaftsliberalsten Partei, die Relevanz hat, des Landes, der sagt, wählt doch lieber die Kommunisten als eine andere wirtschaftsliberale Partei. Ja. Gegen diese Gefahr. Ich beschließe diese Frage. So ist die Demokratie schön. So muss das laufen. Also mit einem Satz, den ich so auch eher nicht von mir erwartet habe. Nehmt euch ein Beispiel an Christian Lindner. Oh, die Frau der Mitte. Am Ende hat sie sich noch schön zur Frau der Mitte gemacht. Ja, das war irre wie immer, ne? Ach, Junge. Ich bin so gespannt, wie sich das weiter radikalisiert. Ich bin so gespannt auf ein. Also, ich sag dir, diese Blinddarm-Geschichte, ne, die wird einen zweiten Teil bekommen. Wenn das so weitergeht, also wenn die irgendwann, sagen wir, AfD ist bei 3, wann denkst du, was ist die Kackdüse geht ihnen so richtig Grenze der AfD? Wie hoch müsste die AfD kommen, damit die wortwörtlich Ziegelsteine scheißen? Ja, diese Umfragen, ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, was die, wenn das bei 60 oder 50 oder 40% steht, das weiß ich nicht. Aber was die richtig nicht mögen würden, ist eine Landesregierung. Da würden sie ausrasten, dass sie irgendwo den Ministerpräsidenten stehen. Und wie gesagt, am meisten würden sie ausrasten. Und das wäre auch schon System wirklich destabilisiert ist, wenn wir offenkundig eine Institution besitzen. Wenn die Polizei einfach sagt, wir sind rechts oder Geräusche in diese Richtung macht, die nicht zu ignorieren sind. Oder wenn es die Universität tun würde oder sonst irgendeine bedeutende Institution. Das, das würden die nicht aushalten. Das wäre offener Krieg. Ja, da wäre auch Polizeischutz wie bei Kemmerich damals, ne? Ich meine, Kemmerich und seine Familie wurden angespuckt und angegriffen auf offener Straße, einfach nur, weil dieser Typ mit Stimmen der AfD zu einem FDP-Ministerpräsidenten gewählt wurde. Also, ich weiß gar nicht, wie. Also, eigentlich müssen Leute sterben dann. Also, eigentlich, wenn man das proportional aufdrehen würde, die Eskalationsstufe dann der Linksextremen, dann müsste eigentlich irgendwer ins Gras beißen. Dann müsste eigentlich irgendwer abgeknallt werden. Wir hatten das ja schon. Also, ich glaube, 2020 war das ja, da hatte ja jemand eine rechte Gewerkschaft gegründet, eine rechte Automobil. Stimmt, der wurde dann ins Koma. Und der wurde von den Linksextremen schon ins Koma geprügelt. Also wirklich eine brutale Attacke. Jetzt stellt sich mal vor, jemand hat in diesem Laden hier wirklich Kontrolle über eine Institution und nicht nur über eine kleine Nebengewerkschaft, sonst irgendwas, also, sondern über was Wichtiges, ne? Da kann man sich ja vorstellen. Und dann stell den Ministerpräsidenten vor. Also Höcke als Ministerpräsident. Ja. Und Höcke ist ja mit am allernächsten dran, ne, von allen Landesvertretern der AfD. Apokalyptisch. Klar, bei einem Ministerpräsident ist er so, der hat ja, soweit ich das weiß, Default-Polizeischutz. Also der ist ja bewacht. Ja, der wird nicht abgeknallt, aber die würden irgendwen abknallen, glaube ich. Oder die würden auf jeden Fall in die Nähe davon kommen. Ja, aber jetzt stellen wir sich mal vor, wir besitzen eine zivile Institution. Also sag ich mal, eine Universität in diesem Land würde jetzt rechte Töne von sich geben. Ne? Diese Leute haben ja alle keinen Polizeischutz. Diese Institutsgebäude zum Beispiel stehen ja alle frei. Ich meine, das wird Ärger geben. Klar, und dann ist interessant, was dann passiert. Ne? Weil der Staat, also wenn der Staat dann nochmal so ein Lina-E-Urteil spricht, ne? Irgendwie so, oh ja, das meiste ist ja schon abgesessen, geh erstmal wieder raus wegen deinem Rheuma und dann kannst du irgendwann nochmal ein paar Monate absitzen. Ne? Dann würde es lustig. Dann würde es fucking lustig. Das können sie nicht machen. Das ist halt Weimar, ne? Das ist halt, also Hitler hat ja im Hitlerputsch versucht, die Republik zu stürzen und hat dafür, was weiß ich, eine Geldstrafe und 6 Monate Haft, 9 Monate Festungshaft bekommen oder so und konnte dann weitermachen. Ne? Also viele Historiker meinen ja, hätte man den 10 Jahre hinter Gitter gebracht, wäre das nicht passiert. Nachvollziehbar wäre das nicht passiert. Nun, damals gab es halt auf Seiten der Beamten Sympathie für die nationale Variante, radikale nationale Variante, die Hitler vertreten hat. Und heute gibt es institutionelle Sympathie für die linksextreme Linie, die Lina E. vertritt. Alles klar. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Eine Bosetti wird immer matter. Eine Bosetti auch, ich find's lustig, wird matter, aber gleichzeitig ergeht sie sich jetzt nicht in irgendwelchen Blinddarmfantasien, weil damals hat sie sich matt und mächtig gefühlt. Jetzt fühlt sie sich eher matt und etwas weniger mächtig als damals. Insofern, ja, alle Zeichen stehen auf Sieg. Ja. Und ja, das war damit dann eigentlich das betreute Kacken. Es sei denn, du wolltest noch irgendwas loswerden. Alles Paletti mit Bometti.